Hallo aus Bochum. So, heute mal an einem Feiertag, der erste Feiertag, an dem ich hier sende. Und hoffentlich mit etwas weniger Komplikationen als beim letzten Mal. Ja, ich habe in der Zwischenzeit auch ein bisschen was ausgetauscht hier. Ich habe den USB-Hub hier, der offenbar noch aus den 90ern war, ausgetauscht. Ich habe den PC komplett nochmal neu aufgesetzt, in der Hoffnung, dass da kein Bluescreen kommt. Die vermeintlich betroffene Webcam, also die, von der ich glaube, dass der Treiber da Stress gemacht hat, habe ich auch in Rente geschickt. Mal schauen, hoffen wir mal das Beste, was heute so passieren kann. Kelderson 89 schreibt, guten Abend. Auch von mir einen schönen guten Abend. Und ja, dann, letzte Woche wurde ja abgestimmt. Wir hatten ja angefangen mit der, oder es war eigentlich, war das schon die zweite Runde? Na, doch, war schon. Auf jeden Fall haben wir Elektronik ja gemacht gehabt. Genau, zweite Runde Elektronik. Die erste Runde war ja, dass wir die Platine mit dem ESP32 gelötet hatten und die Kontakte für den MP3-Chip dran gelötet hatten. Und letzte Woche haben wir dann den MP3-Chip mit dem Verstärker und mit dem Lautsprecher verbunden, dass der animatronische Grogu auch dann ja Geräusche oder so Pseudosprache machen kann. Das hat ja aus verschiedenen Gründen nicht so gut geklappt. Am Ende ja dann doch, da haben wir noch ein bisschen Glück gehabt. Und letzte Woche habt ihr dann ja abgestimmt, ob wir lieber heute weitermachen wollen an dem Thema oder ob heute Grogus Kleidung dran ist. Und ja, der Wunsch war ja, dass wir heute Kleidung machen. Müssen wir mal schauen. Manuel K., auch dir, schönen guten Abend. Und ja, das ist ich muss zugeben, das ist ein Thema, wo ich wahrscheinlich von allem, was ich hier an dem Grogu gemacht habe, die wenigste Erfahrung habe. Das heißt, da kann heute viel schief gehen, aber ich habe ja letzte Woche mitgekriegt, da steht ihr drauf. Und deswegen schauen wir mal. Ich habe hier wieder den Grogu, wie ich ihn jetzt schon so prototypmäßig hatte, habe ich ihn jetzt hier nochmal rausgeholt, weil der hat ja schon eine Kleidung und da kann ich vielleicht auch mal daran zeigen, was ich an der Kleidung hier nicht so toll fand, weil das ist Kleidung, die ist von einem Spielzeug, also von einem, ja, von so einem, habe ich jetzt hier nicht liegen, von so einer 20 Euro Stoffpuppe mit einem Gummikopf. Und die ist halt eigentlich viel zu schlank. Also die Grogus in den Filmen, wie ich sie so kenne, oder gesehen, die haben halt eine viel höhere Aufpolsterung hier in den Seiten, beziehungsweise die Ärmel haben auch einen viel größeren Durchmesser und haben sogar noch einen Ärmel im Ärmel drin. Und deswegen fände ich es eigentlich nicht schlecht, das jetzt sozusagen auch nochmal in die Richtung zu bringen, wie es dann auch in der Serie aussah. Ich kann ja nochmal hier, bevor wir, also ich würde gleich mal zeigen, wie ich die überhaupt befestigt habe, die Kleidung hier, dass wir da mal, wo ist denn jetzt der Aktivierer, wie wir das, also ich würde mich hier sozusagen, würde das einmal zeigen, wie ich diese Kleidung befestigt habe, weil das würde ich halt auch gerne wieder genauso machen. Und dann mal die Nähmaschine rausholen gleich. Stoff habe ich auch schon besorgt, so mal schauen, jetzt müsste eigentlich so langsam, genau, jetzt müsste so langsam mal wach werden hier, der Grogu. Einmal kurz was zeigen. Genau, ein bisschen schmutziger, schreibt Kelderson. Ja, das ist auch so. Ich hatte bei meinem allerersten Grogu, den ich gemacht hatte, den ich aus dem Spielzeug auch gemacht hatte und auf der Maker Faire letztes Jahr gezeigt hatte im August, da hatte ich damit Airbrush schon ein bisschen geweathert, wie man so sagt. Das können wir sicherlich am Ende auch noch machen. Und hier unten auch so ein bisschen mehr ausfransen. Das ist jetzt mehr oder weniger halt dem Original hier geschuldet. So. Dann haben wir den Grogu mal wieder. Ja, ist klar. So, machen wir mal kurz wieder. Lassen wir einmal noch die Animation zu Ende machen und dann wird er nackig gemacht. So, dann schalte ich vielleicht mal hier um. Also, da sieht man hier schon, wenn das so ein bisschen hochrutscht, das ist, das hier tatsächlich was ist, was eigentlich normalerweise nicht ist. Das sollte beim normalen Stehen gar nicht so auffallen. Und zwar wollte ich halt verhindern, dadurch, dass der ganze Oberkörper sich ja, der ganze Nacken sich ja bewegt, dass die Kleidung irgendwann abrutscht. Deswegen habe ich sie festgeschraubt. Da kann ich jetzt einfach mal gucken, welches der richtige Schraubenzieher war. Genau, das ist der 2,5er. Das war nämlich, das hat sich ganz gut ergeben, weil da drunter diese Maker-Beam-Profile sind, die den Nacken stabilisieren oder überhaupt den Nacken darstellen.
Und deswegen passt das eigentlich gar nicht schlecht, dass ich da direkt schon Schraubverschlüsse habe, wo ich das dran, oder Löcher für die Schrauben habe, wo ich das dran machen kann. So sieht man aber gleich alles. Ich habe die Kleidung von diesem Spielzeug hier auch schon ein bisschen modifiziert. Die hat normalerweise hier hinten keinen Reißverschluss gehabt. Deswegen ist also schon ein bisschen was angepasst. So, komm raus. Genau, da sieht man auch schon, ich habe hier neben der Kleidung auch noch von einem Spielzeug ein bisschen Buffer reingebaut. Das ist hier so ein bisschen gebauscht, damit, wenn man die Figur anfasst, sie nicht direkt, dass man nicht die ganze Plastikmechanik hier direkt spürt oder fühlt. So, jetzt ziehen wir die Kleidung mal ab und auch den Wanst hier. Und da sieht man halt auch schon jetzt hier genau, warum da die Schrauben reingehen. Der Kopf wird ja getragen von dieser Konstruktion, wo diese kleinen Profile hier sind. Und hier vorne in den Profilen, da sind jeweils Schrauben, und zwar auf der Vorder- und auf der Rückseite hier. Und das bietet sich natürlich total an, da jetzt die Kleidung zu befestigen, weil das ist ja der Teil, der sich auch bewegt. Wenn ich jetzt hier den Kopf rauf und runter bewege und die Kleidung da irgendwie rumhängen würde, dann würde das, ich bin mir ziemlich sicher, so im Laufe von ein paar Minuten dann so rausrutschen, dann würde man das hier alles sehen. Und deswegen ist die Idee gewesen, halt hier jetzt halt Löcher reinzumachen. Ich habe diese Kleidung von dem Spielzeug halt ein bisschen verstärkt, indem ich hier hinten einen Filzstreifen reingenäht habe und dann Löcher reingemacht, und die Löcher passen halt dann genau hier auf die Gewindelöcher hier von dem T-Profil oder von dem Profil, und kann dann hier halt festgeschraubt werden. So, das wäre eigentlich das, was ich jetzt auch eigentlich wieder machen wollen würde. Ich würde jetzt eigentlich hier wieder dann mir so einen Streifen machen, der genau diesen Halsdurchmesser hat, damit ich da die Basis habe, von der aus ich mich dann nach außen arbeiten kann. Was ein bisschen doof ist jetzt, ich kann die Halskrause jetzt hier nicht abmachen, weil die ist von dem Spielzeug insgesamt geschlossen, die wollte ich nicht aufschneiden. Das heißt, die ist jetzt, die kann ich nur abmachen, wenn ich den Kopf hier abschraube. Das ist ein bisschen doof. Genauso wie dieses kleine Halstuch, das ist auch fest. Das heißt, das müssen wir jetzt mal so lassen, ist aber auch nicht schlimm, weil ich weiß nicht, das Halstuch müssen wir nachher noch abmachen, wenn wir das ersetzen wollen. Ansonsten können wir das heute auch erstmal dran lassen, wenn wir hier nur in dem unteren Bereich uns bewegen. Genau, also mit den Armen würde ich halt ein bisschen ausladender hier werden wollen. Wir können ja mal ganz kurz hier, oder ich habe die, glaube ich, hier sogar als Referenz, habe ich mir so ein paar Fotos ausgedruckt. Das ist hier einmal ein Foto von so einem Pappaufsteller, den man kaufen kann, ganz offiziell. Da sieht man auch schon, das ist alles so ein bisschen mehr sackartig und auch deutlich voluminöser. Während der hier, den ich jetzt hier ja baue, oder mit dem Kleidchen hier, das passt gerade mal so drumherum und spannt eigentlich fast schon. Dann habe ich jetzt hier ein Foto gefunden oder ein Bild, wo man sieht, wie der Kragen hergestellt ist, weil der ist eigentlich, wenn man das jetzt hier so guckt, der ist eigentlich umgeschlagen offenbar. Das heißt, auf dem Bild hier scheint der runtergefaltet zu sein, während man auf dem Bild hier sieht, dass er hochgeklappt ist. Und hier sieht man auch die Falte. Das heißt, eigentlich scheint dieser Kragen nur aus zwei Streifen zu bestehen, die sich nach hinten verdicken und dann zu so einer Art Kapuze noch werden. Also hier sieht man, wird ja hier schon breiter. Und innen drin ist halt offenbar so eine Art Vlies. Und in dem Innen jetzt hier innen, aber eigentlich, also eigentlich außen ist so eine Art so eine Art Teddy-Stoff. Sieht man ja jetzt hier auch bei dem. Und drin scheint dann halt hier noch dieser typische Stoff zu sein, aus dem die Figur dann auch, der Mantel ganz normal gemacht ist. Und hier sieht man auch nochmal, dass das halt auch eher so grober Stoff ist, dass das noch nicht so glänzt hier. Und dann habe ich mir auch noch hier so aus der dritten Staffel angeguckt, dass es halt auch relativ groß ist, dieser Kragen an der Stelle. Da würde ich aber jetzt gar nicht unbedingt direkt zuerst drauf gehen, weil ich würde ja mich erstmal jetzt auf das Unterteil beschäftigen. Und hier sieht man halt auch, dass in den Armen tatsächlich so eine Art zweiter Kragen oder so ein Innenärmel noch drin zu sein scheint. Und der Durchmesser hier von dem äußeren Ding ist halt jetzt im Verhältnis zu den Händen deutlich größer. Also das könnte eigentlich doppelt so groß sein hier von dem Auslass her. Keldersen 89 schreibt: Wäre eine alternative Kleidung so etwas wie ein Weihnachtskostüm eine Option? Also für die Comic-Con im Dezember?
Ja, ich hab tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das im, also du meinst für den Grogu eine andere Kleidung. Ich hatte das jetzt für den, witzigerweise hatte ich das für einen Weihnachtsshort auf YouTube, hatte ich das mal gemacht, dass ich dem Grogu so eine Weihnachtsmütze aufgesetzt hatte. Das wäre ganz witzig, aber wenn ich den auf der Comic-Con rumtrage, sitzt der ja eigentlich auch immer in seiner Tasche. Das heißt, wird man wahrscheinlich nicht von viel sehen, da wird wahrscheinlich auch die Mütze nur reichen. Aber wo du es gerade ansprichst, Comic-Con, ich werde, wenn alles gut läuft, als rumstreunender Gast wohl auf der Comic-Con jetzt im Mai ist sie, glaube ich, genau, am Star Wars-Tag sogar. Am 4. Mai in Dortmund wollte ich mich mal blicken lassen, weil ich war jetzt auf der Maker Faire in Dortmund auch und da ist jetzt nicht so viel mit Cosplay unterwegs, aber das hat auch schon, haben auch einige, sag mal, fröhliche Gesichter gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass die in Dortmund, wo dann auch Publikum ist, das sich selber verkleidet, vielleicht dann ein bisschen mehr auch dann sogar tatsächlich auch die was damit anfangen können. So, genau, dann machen wir mal direkt weiter. Mal gucken, wie wir jetzt anfangen. Ach so, genau, ich wollte noch ein Video zeigen. Ich gucke mal kurz, ob ich das jetzt hier hinbekomme. Auf YouTube. Das ist jetzt zwar kein Original. Ich teile euch mal kurz meinen Bildschirm. Das ist jetzt zwar kein Original, sondern hier werden zwei kaufbare Life-Size-Figuren, also lebensgroße Statuen, irgendwie für ein paar hundert Euro, werden hier verglichen von einem Fan oder von einem Sammler. Und da sieht man halt auch schon witzigerweise, wie unterschiedlich die in der Ausfertigung sind, obwohl es ja beides offizielle Lizenzprodukte sind. Wenn wir jetzt hier mal reingehen, sieht man halt auch schon, ups, der hat Ton, sieht man halt auch schon, dass hier die Kleidung halt schon hier eine ganz andere ist aus meiner Sicht. Also als auf der anderen Seite so. Also ist klar, es sieht sich ähnlich, aber als auch wirklich nicht identisch, was das angeht. Man sieht aber jetzt auch hier, der hat halt auch so einen zweiten Ärmel drin. Wenn man jetzt hier mal, jetzt witzigerweise guckt er den jetzt hier auch so ein bisschen unter den Rock an der Stelle, noch ein bisschen weiter. Genau, da kann man jetzt hier auch so ein bisschen sehen, wie die Ärmel gemacht sind. Und dass das auch hier, ja, da sieht man auch mal die Füße, die sieht man ja sonst nicht so sehr. Das ist auch relativ dicker Leinenstoff, ist hier wohl doppelt genäht. Das werde ich wohl heute nicht machen, denke ich mal. Sondern erstmal mit normalem Leinenstoff ausprobieren, wie weit ich da komme. Und ich gucke mal kurz weiter. Genau, da sieht man auch, wie weit das buscht oder bauscht hier. Also, dass das wirklich hinten, dass der wirklich keine enge Jacke hat, sondern dass die wirklich hier nochmal, da passt eigentlich ein zweiter Grogu fast rein von dem, wie viel Volumen in dieser Tasche oder in dieser Jacke drin gewesen wäre. Also deswegen, das ist mit der Kleidung, die ich jetzt hier habe, die ist wirklich sehr, sehr auf Pass, könnte man fast schon sagen, genäht. Da ist nur ein bisschen Spiel, so vielleicht so 2, 3, 4 Zentimeter. Und deswegen, ja, gucken wir mal, wie wir jetzt anfangen. Ich hätte jetzt gedacht, ich fange jetzt erstmal damit an, meinen Adapterkragen zu schneiden, mit dem ich dann wieder es zum Ende wieder festschrauben kann, damit ich das als Basis habe. Und genau, dazu müsste ich Filz holen, den habe ich tatsächlich noch nicht rausgelegt. Das kann ich aber mal eben machen. Der müsste hier im Schrank sein. Genau, da ist er auch schon. Da ist die Farbe eigentlich egal, weil den werde ich ja eh verstecken. Der kommt ja dann, den könnte ich eigentlich auch schwarz machen, damit wäre es noch ein bisschen weniger auffällig, aber so braun ist ja auch okay. So, das kann ich mir jetzt einmal so ein bisschen von meiner schon erfolgten Vorlage hier abklauen, wie lange ich den brauche, wie lang der Streifen sein muss. Das heißt, der Kragen wird ja ungefähr gleich bleiben, also der Halsumfang oben soll ja gleich bleiben. Das ist ja schon die Idee. Und was nehme ich da für einen Stift? Am besten den hier so ein bisschen Überstand habe ich hier wieder. Und dann brauche ich hier auch so ein bisschen Überstand. Und von der Länge her, von der Tiefe her, so breit sollte reichen. Mal schauen. So, mal schauen. Das heißt, wie tief ist das jetzt hier? 1,5 Zentimeter. Machen wir mal einen sauberen Strich dran. Und dann sind eigentlich fast schon 2 Zentimeter. Ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Je länger,
desto besser. Dann ist die Fläche zum Annähen später auch besser. So 2 cm. Auch 2 cm. Und dann gleich mit dem Cutter einfach eine Linie dran. Keldersen 89 schreibt, hat dir eigentlich heute schon jemand gesagt, du hast ein echt stylisches Hemd aus? Ja, nee, noch nicht, aber vielen Dank dafür. Ja, das ist tatsächlich viel, wir haben Frühling, das ist ein Frühlingshemd, würde ich so sagen. Aber vielen Dank. So, dann schneiden wir das mal hier direkt aus. Mit dem guten Cutter. Sollte eigentlich gut klappen. So, das hier jetzt abschneiden. Filz ist da halt eine gute Mischung. Das ist jetzt nicht dieser ganz weiche, das ganz weiche Filz, sondern das, was man so auch so manchmal hat, dass das so ein bisschen sehr, sehr flauschig ist. Und das ist jetzt hier irgendwie sehr, sehr hartes Filz, das so wie so eine weiche Pappe sich eigentlich fast schon anfühlt. Das hilft dann auf jeden Fall. Wenn es so ein bisschen dieses weiche Vlies wäre, würde es mir ja nichts bringen hier als Verstärkung. Weil ich jetzt hier irgendwie nicht so richtig durchkomme. Ist mein Cutter wahrscheinlich schon ein bisschen stumpf. Machen wir mal eine neue Klinge dran. So, mal schauen. Normalerweise schneide ich lieber mit dem Messer, mit dem Lineal, weil das unten drunter so Kork hat und nicht rutscht. Aber dann mache ich mir das Messer wieder kaputt, weil das Lineal hat hier noch so eine Schneidekante, die abgerundet ist. Das ist angenehmer für alle, sowohl für die Klinge vom Cutter als auch für mich, weil ich dann nicht in das Lineal reinschneide. So, da sind wir schon. Brauchen wir das oder den Filz? Ich weiß gar nicht. Brauchen wir dann heute nicht mehr. So, und jetzt muss ich hier die entsprechenden Löcher noch reinmachen, damit ich dann auch später weiß, wo das alles drankommt. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal ungefähr die Mitte von dem Halskragen hier. So, markiere mir die. Und dann muss ich ja hier irgendwie schauen, wie ich dann auch da genau die Löcher an die Stellen bekomme, wo ich sie jetzt haben will. Nämlich hier ist eine Bohrung oder ein Gewindeloch und da. Und jetzt muss ich nur noch schauen, wie tief ich die haben will. Das heißt, ich möchte sie ja eigentlich, ich muss ja später hier dran mit einer Naht den richtigen Stoff dran machen. Und ich überlege halt gerade, dass ich das jetzt halt so tief wie möglich mache und vielleicht auch runterklappbar mache, muss ich mal schauen. Das heißt, ich würde halt mit den Löchern so nah wie möglich an den Rand ran wollen, damit ich da unten runter so viel wie möglich Nähmöglichkeit habe. Und wie bekommt man da jetzt Löcher rein? Mit einer Lochzange, die habe ich irgendwo hier rumfliegen. Genau, da ist sie. Die ist, glaube ich, sogar, die müsste sogar so stabil sein, dass man damit Gürtellöcher machen kann in Gürtel. Und da habe ich jetzt hier halt die Stärke eingestellt, die jetzt auch ungefähr dem entspricht, was ich für die 3 mm Bohrung brauche. Und da kann ich jetzt einfach das hier ausstanzen. Später muss ich es nochmal nachstanzen, wenn der richtige Stoff da drüber ist. Aber das kann man ja beliebig oft machen. Das heißt, ich gucke jetzt mal, dass das ungefähr so die richtige Position hat. Und da so zwei Finger breit, ja zwei Finger, 2-3 mm von oben. So, einmal. Von der anderen Seite auch nochmal. Und dann haben wir da schon die Löcher drin. So, das ist relativ angenehm mit so einer Lochzange. Da ist das Loch dann auch recht rund und ausgeschnitten. Es franselt da auch nichts, als wenn man das da irgendwie reinbohren oder was auch immer würde. So, hier auch eins rein. Ja, ein bisschen tiefer noch. Einmal. Von der Seite noch. So, dann können wir mal schauen. Es müsste jetzt hoffentlich an der richtigen Stelle sein.
Jo, da schraube ich es auch direkt mal fest, damit ich, wenn ich es jetzt nach hinten messe, da auch den richtigen Abstand nachher habe und die richtige Positionierung. Das sind hier einfach jetzt ganz normale 3 M3 Schrauben mit einer schwarzen Unterlegscheibe, damit der Druck ein bisschen besser verteilt wird, damit der kleine Schraubenkopf nicht durchflutscht. Und später werde ich mir ja auch noch kleine Käppchen oder hier vielleicht auch etwas zum Drüberklappen machen, dass man das halt nicht so sieht, wenn was verrutscht. Weil tatsächlich habe ich gesehen, auf den Fotos von der Maker Faire, da sieht man dann teilweise dann doch diese Stelle, die man eigentlich gar nicht sehen sollte, aber so ist dann halt doch ein bisschen was verrutscht. Deswegen werde ich das dann noch irgendwie schauen, dass ich das verberge mit irgendwas, was ich drüber klappe. Oder ich mache einfach den Kragen so groß und vielleicht auch davor fixiert, dass man dass das auf keinen Fall sichtbar sein kann. So, na komm schon in das Gewinde. So einmal. Der zweite. Was hast du für Stoff besorgt, werde ich gerade gefragt. Ja, das ist auch eine schwierige Sache gewesen. Ich habe tatsächlich, ich war hier in lokalen Stoffhändlern und habe halt gefragt, ob ich hellbraunen Stoff oder Leinenstoff haben kann. Ich war dann sogar, als Referenz hatte ich dann hier den Stoff von dem Spielzeug dabei, weil der ist tatsächlich jetzt nicht 100% authentisch, aber das ist schon so recht nah dran. Und ich habe tatsächlich hier in Bochum nichts gefunden. Also man konnte mir keinen Stoff verkaufen. Oder, also ich habe, wie gesagt, war nichts da. Und deswegen habe ich tatsächlich jetzt leider auf Bildschirmfarbvergleich hin, habe ich Stoff aus dem Internet bestellen müssen, halt entweder über einen Stoffhändler oder sogar bei Amazon. Das kann ich gleich zeigen. Das sind halt zwei Stoffarten. Einmal halt für das Flauschige hier, das nennt sich offenbar Teddy-Stoff, wie ich dann gelernt habe. Und einmal für das Leinen, da habe ich jetzt auch lange geguckt. Da ist auch dann die Frage, wie viel Gramm pro Quadratmeter man da hat. Und ich habe da jetzt Stoff, der ist, ich habe zwei Stoffarten, die kann ich gleich mal zeigen. Eine hat die Dicke, wie ich sie gerne hätte, gefällt mir aber von der Textur und von der Farbe nicht. Der ist halt viel zu hell. Da müsste ich dann halt wirklich sehr stark dann Schmutz oder Farbe drauf machen. Das will ich eigentlich nicht. Ich würde eigentlich schon gern haben, dass die generelle Farbe zumindest jetzt grob ähnlich ist. Und der andere ist halt, den hatte ich eigentlich zuerst und der wurde beworben mit schwerem Leinenstoff, Larp und sowas. Wahrscheinlich gibt es auch noch viel dünneren Leinenstoff, aber er hat irgendwie 230 Gramm pro Quadratmeter. Und der dickere, den ich gekriegt habe, der hat irgendwie 300 irgendwas. Der wäre halt schön, aber der gefällt mir eigentlich nicht so gut. Das heißt, ich werde wahrscheinlich doch den etwas dünneren nehmen. Der ist immer noch dicker als das hier von dem Spielzeug. So, Kellerson 89 schreibt, ja, Teddystoff. Meine Freundin hat Unmengen von dem Zeug, weil die so viel näht, aber nicht in dem Farbton. Ja, der Teddystoff war nicht das Problem, den habe ich gekriegt. Das Problem ist eigentlich eher gewesen, der Leinenstoff, den richtig dick zu kriegen. Weil wenn ich den dann, das, was ich hätte kriegen können, war dann sowas wie Jute. So richtig, so ganz grob. Also ich will ja aber eigentlich Leinenstoff haben, der diese mittelfeine Struktur hat, also nicht so richtig grobe Webmuster hier oder Fäden, aber trotzdem die Helligkeit hat. So, jetzt muss ich erstmal hier weitermachen, kurz einmal. Das mit dem Doppeltnähen, genau, es wird hier vorgestellt, hättest du ja doppelt nähen können. Da muss ich dazu sagen, ich habe von Nähen überhaupt keine Ahnung. Ich habe das früher mal gemacht, wenn ich irgendwie mir irgendwie bei einem Kostüm oder sowas selbst was nähen wollte. Da habe ich so ein bisschen genäht, ja. Aber das war alles sehr hemdsärmlich und vor allen Dingen auch immer mit der Hand, also wirklich jetzt ohne Maschine. Und da fehlt mir halt jetzt total der Hintergrund tatsächlich. Und deswegen, ich hoffe, heute guckt niemand nach, der hier zu, der wirklich nähen kann, weil das wird bestimmt alles ziemlich gruselig. Ich habe wirklich eigentlich nur die handwerklichen Informationen oder die technischen Informationen, wie man diese Nähmaschine benutzt. Also das auch nur sehr, 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 sehr oberflächlich. Ich habe also, meine Frau hat die und die kann wirklich auch nähen. Ich habe mich jetzt wirklich, und die hat mir auch zwei, drei Tricks natürlich gezeigt, wie man da mit der Nadel reinsticht und sowas, aber von allem, was so Schnittmuster und allem Möglichen angeht, habe ich wirklich keine Ahnung. Und doppelt nähen hätte ich gedacht, ja, aber wie mache ich das? Ich hätte jetzt gedacht, ich als Techniker, ich hätte dann versucht, in sehr geringen Abständen immer mit der Naht
eine Verbindung zwischen der Vorder- und der Hinterseite, also wenn ich zwei Stück Stoffe aufeinander nähen wollte, zu bringen, damit die halt nicht einfach nur zwei, dass die nicht halt faltenmäßig auseinandergehen. Aber dann würde man ja auch die ganzen Nähte sehen, die dann da rauf und runter gehen, weil das ja so eine Art Verbundverbindung wäre. Und deswegen hätte ich gedacht, okay, das macht man dann halt vielleicht auch nur an manchen Stellen, aber dann wäre es halt total wabbelig. Dann habe ich mal geguckt, es gibt Bügelvlies. Und das ist halt eigentlich etwas, was man zur Verstärkung des Stoffs auch drauf macht, dass man so ein ganz dünnes weißes Vlies hat. Das ist auf der einen Seite mit einem hitzelöslichen Klebstoff, so ein bisschen wie Heißkleber vermute ich mal, beträufelt. Und das bügelt man einfach auf den Stoff und dann wird der Stoff schon steif. Und das gibt es sogar zweiseitig, da könnte man auch zwei Stoffe aufeinander nähen. Das werde ich aber jetzt höchstens machen, wenn es wirklich nicht sehr steif ist. Jetzt sagt Kelder, sind nur am Rand. Ja, aber dann hätte ich gesagt, dann habe ich das wie so, das ist am Ende wie so ein Ballon, dass es unten genäht ist, aber dann in der Mitte ist es ja immer noch total weich. Das ist ja dann, also das hat mich so ein bisschen, aber ich habe auch gar keine Ahnung davon, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Das wäre ja noch eine Möglichkeit. Ja, wie gesagt, das ist, ich muss mal schauen, ich bin noch komplett stumpf, was das angeht. Möglicherweise ist das auch da nicht die letzte Jacke, die ich jetzt hier nähe. Ich muss mich ja erstmal dem nähern. Ich will ja hier auch was lernen. Und das muss ja nicht alles jetzt das Erste sein. Auch bei den Augen vom Grogu, von dem, die jetzt hier liegt ja vor mir. Ups, ich glaube, ich muss mal umschalten. So. Auch die Augen vom Grogu, die sind ja jetzt auch noch nicht so, wie ich sie mir eigentlich vorstelle. Das heißt, da wird es auch noch mal eine neue Version, denke ich mal, geben, wenn ich bis dahin nicht irgendwie interessemäßig bei einem anderen Projekt dann abgebogen bin. So, jetzt gucken wir mal eben hier noch ein Loch einstanzen. Ups, das ist schwer. Einmal. Und zweimal. So, mal schauen, ob die Länge ungefähr schaffbar ist. So. Oh, ich kriege ermutigende Worte aus dem Chat. Ich schaffe das schon, ja. Ich habe ja keinen Druck. Also das ist ja, ich sehe das ziemlich locker, weil, also ich muss sagen, das Nähen mit der Nähmaschine, das hat mir schon total hier Auftrieb gegeben bei verschiedenen Sachen, weil das macht das richtig Spaß, muss ich sagen. Und das Werkzeug hätte ich mir eigentlich viel früher mal angucken sollen, weil das hilft einem wirklich an verschiedenen Stellen, mal eben schnell Sachen zusammenzubringen, den Reißverschluss reinzunähen. Das war wirklich super easy. Also das ist wirklich ein sehr dankbares Werkzeug, so eine Nähmaschine. Und ich hatte ja früher mir schon mal irgendwie auch für die Nikola Tesla Büste, der habe ich ja auch dann unten so Bleiband in den Kragen genäht oder in das Hemd. Und ich habe sogar auch, habe dann die Ärmel von dem Hemd ja gekürzt, weil so eine Büste hat ja gar keine langen Ärmel. Das habe ich dann alles von Hand umgenäht. Wenn ich da schon mich an die Nähmaschine gewagt hätte, das wäre schon cool gewesen. Da hätte ich eine Menge Arbeit sparen können und es hätte auch sauberer ausgesehen. Wobei ich mit der Nähmaschine auch nicht ganz 100% auf Du und Du bin, weil manchmal blockiert die, habe ich auch nicht ganz verstanden. Meine Frau sagt, das würde dann sein, wenn sie dann zu dick sei, also wenn der Stoff zu dick sei und sie dann irgendwie blockiert, also wenn sie da nicht durchkommt. Und also das, ja, das bin ich mal gespannt, wie das dann heute funktioniert. Manchmal kann es auch sein, dass der Unterfaden nicht richtig hängt, da muss man alles wieder rausziehen, dann ist man aber mittendrin und dann hängen mittendrin auch Fäden raus. Also richtig 100% sicher bin ich mir da auch noch nicht, wie das dann wird. So, das wäre jetzt hier so vielleicht einmal die Basis, wobei ich halt überlege, ob das hier schon zu wabbelig hier ist, ob man das dann sehen würde, wenn ich jetzt hier von der Seite gucke. Das ist schon ein bisschen weiter als bei dem letzten hier, dass man da nicht rüber guckt. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen enger nieten hier, sonst ist das nachher, kann man da über den Hals gucken. Also noch mal eine Nietnaht näher, etwas, ein bisschen das Loch noch näher dran. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie dann die Schulter ein bisschen breiter werden, weil momentan ist das ja alles sehr, sehr, sehr schlank bei dem aktuellen Stoff von der Originalfigur. So, ich glaube, das ist ein bisschen besser noch daneben. Ob ich dann noch so auch so eine Art Schulterpolster reinmache oder ob es reicht, dass die Ärmel einfach
oben ein bisschen länger sind oder der, das alles insgesamt auch schnittmustermäßig, muss man gleich mal schauen. Das wird sicherlich interessant. So, den auch noch genietet. So, ich hoffe, ihr hört nicht so laut das Brummen von dem Ventilator für die Kamera, weil die hat ja letztes Mal sich auch wieder abgeschaltet und ich will jetzt mal ausschließen, dass es daran liegt, dass sie wirklich auch jetzt schon zu heiß wird. Ich hatte ja schon tolle Tipps bekommen, hinten das Batteriefach auflassen, damit sie da nicht so heiß wird und hab da jetzt den Lüfter dran und ich schau mal, weil das ist ja wirklich echt ein Problem, hatte ich ja schon mal erzählt, wenn man damit wirklich nicht so wie jetzt hier nur das HDMI-Signal raushaut, sondern live auch auf die SD-Karte dann das Signal kodieren würde, dann wird die Kamera von ihrer Rechenleistung her so heiß, dass sie nach 10 Minuten sich abschaltet. Das weiß man auch irgendwie. Also das ist nicht dieses Problem, ihr schreibt gerade, stört nicht, es ist nur ein leichtes Geräusch im Hintergrund. Okay. Wenn nachher die Nähmaschine an ist, ist eh alles egal. Also. Und das finde ich bei der Kamera, das ist echt ein Riesenproblem, wenn man jetzt irgendwie auf der Straße, also vor allem im Sommer, vor allem stelle ich mir vor, draußen 30 Grad, man geht mit der Kamera raus und dann schaltet die ab, weil sie zu heiß ist. Das ist schon ein bisschen, weiß nicht, nicht so ganz nachvollziehbar, dass sie die dann trotzdem in die Freiheit entlassen haben. So, das wäre also jetzt hier die Basis, an der wir jetzt dann anknüpfen könnten und alles festnähen könnten. Also sozusagen, ja, das Chassis, wenn man so will. So, dann kommen wir direkt auch mal zu den Stoffen. Die kann ich mal zeigen. Also, das wäre hier der Teddy-Stoff, den ich erworben habe. Der also für die Ärmel und für den Kragen. Er ist jetzt ungefähr so wie der von dem Spielzeug, von der Grobheit her oder von der Feinheit her. In dem Original ist es deutlich feiner und damit auch hochwertiger, habe ich aber auch irgendwie nicht bekommen. Aber gut, ist jetzt der erste Versuch. Und das wäre jetzt hier der Leinenstoff, mit dem ich versuchen würde, jetzt reinzugehen. Ich könnte natürlich mal schauen, ob ich hier tatsächlich hier das vielleicht sogar nach unten nehme. Dann habe ich hier schon diese Franseln, die im Original sind, aber die wirken dann halt nicht ausgefranst, weil hier ist ja schon auch eine Naht dran. Also müsste ich wahrscheinlich eigentlich selber franseln dann am Ende. Das wäre dann wahrscheinlich irgendwie so ein... Es ist eigentlich, würde ich es mit ein bisschen Abstand mir angucken, es ist jetzt gar nicht so dünn, der Stoff. Also damit kann ich, glaube ich, arbeiten. Ich kann, obwohl ich das schon zur Seite gelegt habe, mal eben den Vergleichsstoff, also den ich sonst verwenden wollte, den ich von der Dicke her. Das ist aber eher so ein Polsterstoff und der ist halt noch viel heller. Das wäre dann der. Der hat halt hier dann... Das ist halt dann so sehr... Ja, eher so ein Polsterstoff für Sessel oder für dergleichen. Ist mir aber eigentlich viel zu hell. Da müsste ich halt wirklich sehr stark dann noch nachfärben. Also deswegen würde ich eigentlich diese beiden Stoffe, die jetzt hier liegen, verwenden wollen. Und erstmal probieren. Wenn es gar nicht geht, wenn es wirklich zu wabbelig ist, dann kann ich es ja nochmal machen. Gut, jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt geht es halt darum, hier ein bisschen irgendwas auszuschneiden, ein Schnittmuster zu machen. Muss ich mal schauen. Fange ich natürlich jetzt, ich könnte mit einem Ärmel anfangen, das ist aber vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, den muss ich ja, es geht ja alles um den Ärmel drumherum. Das heißt, selbst die Teile, also wenn ich mich jetzt hier an dem Original orientiere, dann waren das hier eigentlich zwei Teile. Kelder sind verabschiedet sich heute schon. Schönen Abend und noch viel Erfolg beim Nähen. Ja, danke schön. Danke dir noch einen schönen Abend und ich gebe mein Bestes. So, da das hier früher mal ein Kreis war, das heißt, das war hier früher eigentlich nicht zerteilt. Da habe ich ja dieses, das habe ich zerschnitten und den Reißverschluss eingenäht, waren das eigentlich früher mal nur zwei Teile, die ungefähr gleich aussahen. Nämlich dieses Teil hier mit dem, das hier, das also dieses Teil und dann das, was ja eigentlich das gleiche nochmal ist. Das heißt, ich muss jetzt auch solche Teile machen, die unter dem, ja offenbar unter dem Arm dann hier dann zusammenlaufen und dann auch hier so eine Art Ausschnitt um den Arm herum machen. Das will ich aber jetzt ja größer und länger haben und ich will hier an der Stelle mehr
ja, mehr Bauschigkeit haben. Ich will nicht, dass es so runterfällt, sondern dass es eigentlich eher so hochfällt. Da muss ich mal schauen, wie das irgendwie funktionieren kann. Weil momentan habe ich es ja hier einfach an dem Filz, das ich jetzt hier habe, zum Verstärken runtergenäht. Dadurch wird es natürlich runtergezwungen. Wenn das jetzt so senkrecht ist, dann wird es natürlich auch runtergedrückt. Ich will es ja eigentlich so haben. Jetzt ist die Frage, ob ich es an dem Filz eher hochnähe, dass es dann rüberklappt, dass es dann halt hier so nach oben klappt. Also dass ich jetzt, wie soll man, sage ich das? Also ich habe jetzt ja hier, ich habe es jetzt so dran genäht, dass es nach unten guckt. Und damit wird es natürlich sehr stark nach unten gezwungen an der Seite. Wenn ich es jetzt hier hochklappen nähen würde, also so dran nähen würde, dann, und dann hier so runterklappe nach hinten, dann würde es ja hoffentlich schon sehr viel bauschiger sein. Das wäre jetzt mal so ein Versuch, den man machen könnte. Ich gucke mal ja kurz, ob ich bei den Originalen da irgendwas zu sehe. Ach so, hier ist das sogar tatsächlich als richtiger Rand gemacht. Also dass man hier wirklich so eine Doppelnaht hat, mit wo vielleicht auch eine Korde oder sowas richtig drin ist. Okay. Hier kann man nichts sehen. Hier sieht man auch nichts. Da sieht man auch nicht viel. Also das ist auch nicht wirklich... Na gut. Also brauchen wir jetzt so eine Art Schnittmuster. Tja. Wobei ich jetzt überlege, das Beste ist wahrscheinlich zuerst die Arme zu machen, weil dann habe ich genau den Ausschnitt, den ich da brauche, und dann muss ich die Arme ja hier reinnähen. Ich merke gerade, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Gut, also gucken wir mal. Die Arme bestehen ganz offenbar aus einem Stück, das einfach in den Kreis gelegt ist, und zwar mit diesem Schnitt etwas schräg. Und ich würde sie ja gerne etwas länger haben, weil hier sind sie ja wirklich sehr, sehr kurz. Wenn ich jetzt hier rangehe, sind die Ärmel dann ja nur bis hier. Und wenn ich mal das Vergleichsteil mir angucke, sind sie zwar auch nicht viel länger, aber dafür deutlich breiter. Gut, probieren wir es einfach mal. Gucken wir mal, was passiert. Brauche ich erstmal Papier, denke ich mal, zum Einzeichnen. Dann schauen wir mal. Also ein Schnittmuster. Das heißt, die Schulter können wir demnächst an der Jacke selbst fest sein, und die Arme fangen irgendwo dann oben an. So. Das wäre wahrscheinlich jetzt so ungefähr das Schnittmuster. Das male ich jetzt mal nach, indem ich jetzt hier erstmal ganz hemdsärmlich drumherum gehe. Das ist bestimmt für jeden gruselig, der das wirklich kennt oder kann. So. Das heißt, das ist jetzt hier so platt gedrückt. Und ich will es ja deutlich umfangreicher haben. Und wird es nach oben, ich glaube, das ist, wenn ich das so schaue, ist es immer, ja, es wird ein bisschen ausladend. Aber wenn ich jetzt mal schaue, das ist der Handdurchmesser. Und der Handdurchmesser ist deutlich, also es passt da fast die Hand dreimal rein. Während wenn ich jetzt hier mal meine Hand von meinem Grogu abmache und sie daneben halte, dann sehe ich, dass die Hand hier vielleicht, wenn überhaupt, zweimal reinpasst. Das heißt, ich müsste eigentlich also mindestens nochmal 30 bis 50% am Durchmesser hier rauflegen, hätte ich jetzt gedacht. Na gut, also, das heißt, und ich brauche ja natürlich auch die Nähte, das heißt, eigentlich brauche ich ja zwei Teile davon. Das muss ja an den, wie ist denn das dann geschnitten? Das geht ja hier rum. Hier oben ist die Verbindung, das heißt, das ist hier unten, hier ist die Naht. Dann ist das also hier die Faltkante, das muss also dann hoch. Und da muss ich es ja hier nochmal als Kopie dranhängen. Dann mache ich das lieber noch mal eine Nummer tiefer, dann kann ich das gleich in einem Stück zeichnen. Mache ich das noch mal alles weg hier. Und so, also hier unten hin. Noch einmal nachzeichnen. Die grobe Form erstmal. Und hier geht es dann so schräg runter, also ungefähr hier. So, das wäre also dann die grobe Form.
Und ich brauche natürlich immer noch ein bisschen Verschnittmöglichkeit. Das heißt, hier wird es ja auch umgenäht. Das heißt, eigentlich ist das hier wahrscheinlich die Nahtkante. Und in Wirklichkeit müsste ich aber hier so noch ordentlich Überstand haben. Und hier unten brauche ich auch Überstand, damit ich da auch nähen kann. Also damit es ja auch vernäht werden kann. Das heißt, das wäre dann ungefähr der Teil. Und hier vorne, wie ist da gelöst? Da muss es nur ein bisschen umgenäht werden. Und das ist ja auch hier der, da kommt ja auch die, die Naht von dem Teddystoff dran. Wobei ich jetzt gerade hier sehe, dass das auch doppelt genäht ist. Aber nee, ich sehe gerade hier oben, das ist wahrscheinlich nur drauf genäht, dieser Streifen. Der scheint also nur Deko zu sein. Das heißt, hier später kann dieser Streifen hier, den muss ich jetzt nicht berücksichtigen, der kommt dann später drauf und wird hier unten eigentlich nur noch festgenäht. Das heißt, da sieht man jetzt meiner Meinung nach hier keinerlei Grundlage, dass der Stoff, der den Ärmel selber bildet, davon beeindruckt ist. Und das ist einfach nur eine Deko, die später drauf genäht wird. Okay, das brauche ich also zweimal, damit ich es später klappen kann. Aber ich wollte es jetzt erstmal ein bisschen größer haben. Das heißt, ich müsste jetzt schauen, will ich es auch länger oder will ich es nur größer? Ich will es auch ein Stück länger haben. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal ja an beiden Stellen einfach mal kreativ hier was dran dichten. Kann man das überhaupt sehen von der Helligkeit her? Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen, ich mache das mal ein bisschen sichtbarer. So, das dürfte ungefähr das Schnittmuster des Originalarms sein, den ich jetzt hier von dem Spielzeug habe, den ich jetzt abgepaust habe. Und dann möchte ich ihn ein bisschen größer machen, das heißt, ich möchte es ein bisschen länger haben. Das wäre also jetzt hier unten. Und ich möchte es ein bisschen im Durchmesser breiter haben, und zwar an allen Stellen, sowohl oben als auch unten, beziehungsweise nicht ganz so viel. Das heißt, ich müsste jetzt hier mir auch was dran machen, und zwar ja, am besten hier unten. Dann kann ich es hier oben gleich dran zeichnen. Obwohl, das eigentlich egal, ich muss es gleich eh ausschneiden. Dann mache ich es lieber hier oben, da ist es ein bisschen besser zu verlängern, denke ich mal. So. Das heißt, das wäre jetzt so, der vergrößerte Durchmesser wäre so meine Hoffnung, dass ich den an beiden Stellen habe. Und das sind ja dann die Umnähungen. Okay. Dann nehme ich das jetzt mal raus hier. Schneide das mal aus und schau mal, wie weit ich damit komme, wenn ich das jetzt auf zwei Stellen abpause und dann den Stoff dafür ausschneide. Mal schauen. So, jetzt ist die Frage, wie man das dann gleich durchpaust, dass man auch die Teile hier hat, vielleicht mit Nadeln oder sowas. Ich habe echt keine Ahnung. Wahrscheinlich würde der richtige Profi mit Transparentpapier arbeiten, der jetzt so Kleidung macht. Das habe ich leider gar keine Ahnung von. Ich hätte mich da mal ein bisschen schlau machen sollen. Aber ich mache mir jetzt einfach mal zwei aneinander hängende Teile, die ich dann hier ausschneiden kann. Also einmal ist das hier die Mitte. Einmal die Umrandung. So. Und das gleiche nochmal hier oben. Gegenteilig dran. Das ist, wie rum mache ich es denn dann? Ist ja dann alles krumm und schief. Wenn ich das jetzt hier hochklappe, müsste es ja eigentlich so aussehen. Das heißt, ich mache es am besten. So kann das ja nicht gedacht sein. Jetzt mal gucke, das müsste oben sich ja verjüngen und da reingehen. Na, gucken wir mal, also wenn ich das jetzt hier noch rummache. Naja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Versuch aus Papier und gucken, wie sich der dann falten lässt und ob der dann gut aussieht. Das kostet ja dann nichts. So, und die Ränder male ich auch mal rein. Das wäre jetzt hier, einmal von hier. Ich mache da tatsächlich mal mit einem Bleistift hier so Löcher rein, dass ich mir hier so die Kanten ein bisschen merken kann, genau. Das heißt, wir haben jetzt einmal hier, einmal so den Schnittteil, dann einmal hier
dann hier offenbar. Ach so, ach, ich bin zu dumm. Ich brauche hier oben ja gar keine doppelte Naht. Ist es ja, ich habe ja jetzt dumm gerechnet. Ich habe ja jetzt an allen Stellen was drauf gerechnet, aber hier oben ist es, wird es ja an einem Stück. Das heißt, ich bin ja, hab ja total, das ist ja komplett falsch. Ich muss ja nur nach unten verlängern. Das heißt, ich kann diesen Teil hier ja komplett abschneiden. Mich schon gewundert, weil ich ja nur hier unten die Naht brauche. Ich brauche ja hier die Naht, um sie an den Körper zu kleben, hier die Naht, um den Kreis zu nähen und hier, weil ich dann vorne ein bisschen Spiel haben will. Das heißt, es reicht, wenn ich jetzt hier einmal nur hochklappe an dieser Kante. Das heißt, ich habe jetzt hier die Kante, gehe jetzt hier rum. So. Und dann kann ich jetzt hier hochklappen. Dann sieht es auch schon alles ein bisschen geometrischer aus. Ich hatte mich schon gewundert, warum das nicht funktioniert. So. So, und wahrscheinlich kann ich das hier auch sinnvollerweise gerade machen, weil die Kante vorne beim Ärmel ist ja auch gerade. Dass das also einfach ein kompletter, so eine Zylinder, ein Zylinderende wird. Und das ist dann ja eigentlich auch schon so eine Art Halbkreis. Das sieht doch schon mal sehr geometrisch aus. Und jetzt kann ich da einfach noch die Bahnen reinmachen, die jetzt hier, die ich mir hier eingezeichnet habe. Das müsste ja hier eigentlich dann auch einfach eine durchgehende Bahn sein. Das heißt, ich kann, ich mal gucke von der Dicke her, ungefähr so sagen, zeichne mir das hier auch ein, dass das sozusagen meine Ärmel-Andockkante ist, wo ich später den Teddystoff dran nähe. Und hier am Rand, hier unten, da nähe ich es zusammen. Da mache ich mir auch eine kleine Kante dran. Die muss ich dann ja oben auch machen. Weil die ein bisschen luxuriös so ist. Mal schauen. Und hier oben auch eine ähnliche von der Dicke her. So. Und das wäre dann jetzt hier ungefähr die Dicke der Schnittkante für, oder der Nähkante für den Anschluss an die Jacke. Okay, das sieht doch nach einem Plan aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Da schauen wir doch mal, was passiert. Mal ein bisschen Platz schaffen, sauber machen hier und dann mal ein Schnittmuster für den Stoff herstellen. Das erste. Das Coole ist natürlich, wenn man das dann einmal gemacht hat und das dann irgendwie funktioniert hat, dann kann man natürlich, wenn man diese Papierdinger hier aufhebt, kann ich das ja dann, es ist ja reproduzierbar, das ist schon dann der Vorteil. Aber erstmal muss man das ja offenbar einmal machen. Mal schauen. So. Können wir jetzt ja schon einmal ausprobieren, wie das aussehe, wenn der Grobo da einen Arm bekommen würde. Das heißt, ich falze das jetzt hier erstmal, damit ich einmal das schon auch hochklappen kann, damit es so aussieht, wie es aussehen soll. Wie bei so einem Bastelbogen, denke ich mal. Das hier auch, damit ich das mal rausklappen kann. Und dann mal schauen, dann habe ich dann, kann ich einmal versuchen, den Arm so weit zu drehen oder zu falzen, wie bei so einem Bastelbogen, und zu hoffen, dass das dann schon so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, das wäre jetzt hier, das wären die beiden, beim Bastelbogen wären es die Klebekanten und das wird dann hier, der würde dann der Arm werden. Das heißt, der würde jetzt hier so leicht, das muss ich ja auch nach innen klappen, die Kanten hier von dem. Das muss ich nochmal hier einschneiden, dass das auch alles klappt. So. Das muss ich noch, ja, darf ich es nicht mit abschneiden. So, dann kann ich die hier nach innen klappen. Und gucken. So. So, das wäre dann ungefähr der neue Arm, wie ich ihn jetzt hätte, wenn ich ihn so von dem Stoff ausschneide. Wobei ich das Gefühl habe, dass er nach unten,
Also wirkt immer noch viel zu klein. Habe ich mich jetzt irgendwie, was habe ich denn? Na, ist genauso groß wie der jetzt. Habe ich das jetzt nicht verlängert? Ist jetzt nicht viel größer, eigentlich ist er genauso groß. Habe ich wahrscheinlich jetzt einfach gar nicht die Verlängerung gemacht, also in beide Richtungen, wie ich sie gedacht habe. Also das gefällt mir noch nicht, aber von der Länge her, wenn ich ihn jetzt mal so hier daneben lege und den Arm mal reinmache, würde der ja dann hier rankommen. Von der Länge her, mal schauen. Ja, okay, da muss ich jetzt auch aufpassen, weil ich kann den zwar länger machen, aber der Arm vom Grogu ist ja nicht beliebig lang und dann kann der gar nicht da durchrutschen, wenn er nicht zu, das heißt, ich müsste die Ärmel, kann ich gar nicht viel länger machen, außer ich stauche sie dann, dass ich sie so ein bisschen bausche, weil sonst verschwindet natürlich der Arm irgendwann in dem Ärmel, weil da natürlich, ich kann den Ärmel ja nicht hier bis zu der, also nicht höher als das Schultergelenk ist, schieben. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie, ich finde es jetzt gar nicht so klein. Schwierig. Wenn ich das jetzt so von der Seite mal schaue, da mir den Ärmel vorstelle. Nee, ich glaube, ich hätte es gerne ein bisschen umfangreicher, also ein bisschen größer. Das heißt, das ist jetzt hier Version 1 und die ist ein bisschen klein noch im Durchmesser. Versuchen wir mal eine Version 2. Das heißt, das ist jetzt das Schnittmuster. Und das mache ich dann mal ein bisschen in die Länge, ein bisschen länger. Das heißt, ich habe ja jetzt hier wieder den Teil, der vorne die Hand, also den Kragen von dem, ne, Kragen nicht, wie nennt sich das hier vorne, der Auslass, naja. Und das ist hier jeweils die Länge, die kann ich jetzt hier mal. Und jetzt würde ich hier noch ein bisschen mehr Buffer mir einspielen, indem ich mir jetzt hier noch eine parallele Linie ziehe, um zu gucken, wie das dann aussieht. Und dann schaue, dass ich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite, dass ich jetzt erstmal hier das, Moment mal, 90 Grad ziehe und erstmal wieder den Kragen hier verlängere. Mal eben schauen, das hat nicht den Kragen, sondern den, was ist denn das für ein Kragen, der... Naja, den Armauslass nenne ich das jetzt mal, dass ich das mal jetzt hier gerade mache und komplett einmal durchziehe. So, und das kann ich dann parallelisiert hier auch machen. Das sind jetzt ungefähr hier so 2 cm. Kann ich jetzt hier auch durchziehen. So, mal schauen. So, und dann kann ich ja jetzt hier auf der Seite das anlegen und genauso abpausen, indem ich mir jetzt einfach mal hier die beiden, die da, wo es reingeht, markiere. Auf der anderen Seite auch, dass ich das einfach durchpause, da und da. Und dann hier mir dran halte und dann hier irgendwie auch abpause. Mal schauen. So dann wahrscheinlich. Ups, vermalt. So. So, und dann kann ich das hier so durchziehen. Dann wäre das ungefähr mein Schnittmuster dafür. Und hier unten habe ich dann wieder meine Nähkante. Die wäre dann ungefähr so. So, damit ich da auch wieder eine Naht habe. Hier oben das Gleiche. Alles sehr aus der Hand hier, ob das so was wird, mal schauen. Und hier auch wieder der Überstand, damit das hier, was ich jetzt einzeichne, wird dann die richtige Naht. Und das, was jetzt hier was ich jetzt hier schraffiere, das wäre dann der Bereich, der dann in der Jacke nach innen ist. Also das wäre dieser Überstand hier, den ich jetzt hier hätte, dass der zwischen der Naht und dem Innenbereich übrig bleibt.
Gut, nächster Versuch. Mache ich jetzt hier erstmal nochmal die Falzkanten wieder dran, dass ich das auch gleich alles einfach habe. Einmal. Das ist doch auch wieder langwieriger, als ich gedacht habe. Ich hätte gedacht, dass das jetzt hier relativ zügig geht, dass wir recht schnell zum Nähen oder zum Schneiden kommen. Aber irgendwie so Schnittmuster scheint auch ein Thema für sich zu sein. Bin ja froh, dass ich hier diese Blaupause habe. Wenn ich das jetzt irgendwie aus dem Stehgreif von Null auf machen müsste, wäre ich ja komplett lost. Das geht ja gar nicht. Ich hoffe, dass das jetzt auch irgendwie funktioniert, dass ich mich hier von dem Original-Spielzeug-Schnittmuster irgendwohin in eine Richtung bewege, die dann auch jetzt was bringt. Mal schauen. So. Schauen, ob das besser aussieht. Muss man das im 3D-Programm designen? Das wäre auch noch eine gute Idee. Ich glaube, es gibt ein Programm, das heißt Papercura, mit dem kann man Bastelbögen designen, und zwar aus 3D-Objekten. Das wäre nochmal so die Königsdisziplin. Hier raus jetzt also sich die Figur erstmal als 3D-Modell, die Kleidung zu machen, und dann darauf basierend einen Bastelbogen sich zu machen. Und wenn der gut ist, dann kann man dann daraus das Schnittmuster machen. Das wäre halt auch noch eine Option. Aber das ist sicherlich dann, wenn es jetzt heute alles misslingt, für das nächste Mal eine Idee, die wir dann verfolgen können. So, das wäre jetzt hier der neue Arm. Mal schauen. Also ich habe hier, glaube ich, auch so Klemmerchen. Die ist eigentlich fürs Nähen gedacht. Die kann ich jetzt gleich mal hier rausnehmen. Dann können wir das mal so ein bisschen zusammentackern schon. Damit ich nicht alles festhalten muss beim Ausprobieren. Ich will ja hier die Kanten nur zusammenhalten. Das heißt, ich habe einmal hier eine Nähkante sozusagen, hier eine Nähe, geht dann weiter. So, dann wäre das so der zweite Versuch für einen möglichen Ärmel. Mal schauen. So, also ist der vom Durchmesser, ist der deutlich luxuriös, ist ja fast schon zu groß wieder, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Ja, doch, ist eigentlich schon, selbst wenn ich da jetzt reinbausche, mit dem ist es fast schon wieder zu groß. Also was in der Mitte wäre nicht schlecht. So, wenn ich mir den jetzt mal so vorstelle, so hinstelle. Moment, ich schalte mal eben um den Monitor. Wenn ich jetzt so hinstelle und den Arm runter mache, das eigentlich fast schon, weiß nicht, fast schon zu groß, so vom Umfang her. Das jetzt hier so dran nähe. Ja, obwohl, ich weiß nicht. Ach, das sieht okay aus. Das ist ja immer sehr viel bauschig. Ich würde sagen, das probiere ich mal. Im Notfall kann ich es ja immer noch hier am Rand ein bisschen nachnähen. Ich kann ja dann immer noch hier die Naht ein bisschen enger machen, oder ich schneide es dann halt einfach neu. Ich würde sagen, wir gehen mal mit dem Schnittmuster jetzt hier ins Rennen und schauen mal. Das heißt, ich muss das jetzt hier auf den Stoff übertragen, möglichst auch ein wenig verlustfrei. Erst kurz überlegen, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Das heißt, ich habe jetzt hier, das ist der Überstand hier, gleich muss dann hier reingenäht werden, das Teddy-Zeugs hier, das muss auch vorher zu einer Kante. Ja, schauen wir mal. So, das kann weg. Das ist jetzt hier Version 2. Die ganzen Bilder können weg. Das brauche ich auch nicht. So. Also, einmal Leinenstoff, bitte. Glücklicherweise habe ich hier irgendwie eine ganze Bahn gekauft. Das wird ja immer in Bahnen verkauft. Da ist dann viele Möglichkeiten des Fehlermachens drin heute, platzmäßig hier auf dem Stück. So, dadurch, dass der hier schon eine Kante hat, kann ich die ja einfach übernehmen, das einfach hier verwenden. Ich glaube, es gibt sogar Stifte, die dann nur auf dem,
auf, also so Stoffstifte, die man dann auswaschen kann. Das ist mir aber ja egal, weil ich bin ja hier in den Kanten, die man eh nicht sieht, die ich ja hier ausnähe. Deswegen könnte ich jetzt hier, da ist das auch nicht schlecht, wenn ich das jetzt hier nähe, das ist mir zu dick. Also ich male mir jetzt einfach mal mit meinem Filzstift hier auf den Stoff meine Kante. So. Und dann kann ich den direkt ausschneiden. So, einmal schauen, der guten Stoffschere. Die geht da wirklich gut durch. So, dann hier mal schauen. So. Ich glaube, die Nähmaschine brauchen wir noch gar nicht, weil ich glaube, wir müssen jetzt erstmal den Teddystoff vorne schneiden, der ja dann als Hemd, nein, nicht als Ärmelkragen wahrscheinlich, nennt sich das vielleicht, dann entsprechend hier drauf noch genäht wird. So, mein erstes geschnittenes Stoffstück. Sehr schön. Das wäre das. Sieht irgendwie so geschnitten ein bisschen krumm aus, aber scheint ja dann doch irgendwie so zu sein. So, und da muss ja jetzt dann der Ärmel drauf irgendwie. Das heißt, ich würde jetzt hier nochmal auch die Kante mir einzeichnen. Das sieht wirklich so ein bisschen krumm aus, aber gut. Ich glaube, das merkt man dann später hoffentlich nicht. Irgendwie ist das nicht mein Gewerk. So, das ist dann jetzt hier die Kante. Ich gucke nochmal, wie es hier gelöst ist. Da wird es dann drumherum genäht. Jawohl. Schauen wir mal. So. Das heißt, jetzt brauche ich ein bisschen Überstand. Den nehme ich mir jetzt hier weg, indem ich das jetzt hier einzeichne. Und hier unten haben wir ja jetzt auch die Kante. Das heißt, ich habe hier auch ein bisschen Überstand für die Naht gleich. Und hier auch. So, und das gleiche ja hier, das zeige ich jetzt mal wieder von Hand an, so wie ich es da gerade auch gemacht habe, dass ich auch später weiß, wo hier meine Naht hinkommt. Ich hoffe, dass das gleich alles, wenn es dann so fertig ist, jetzt in Pappe ist es ja doch sehr steif, wenn es dann fällt, dass es halt nicht so ein großes Problem gibt, was das angeht. So, das ist also jetzt mal ein Arm, den könnte ich jetzt hier einmal in den Kreis nochmal machen, testweise, gucken, wie das aussieht, wenn der Stoff auch jetzt so wirklich wie Stoff fällt und nicht aus wie Pappe ist. Das mache ich jetzt einfach mal hier mit den Klammern noch mal so simuliert. Aber da wirkt er gar nicht mehr so groß, weil er jetzt auch so ein bisschen staucht, hoffe ich mal. Mal schauen. Okay, so, jetzt der Teddystoff dazu. Da muss ich ja einfach jetzt hier unten eine Schlaufe machen, die ich dann da festnähe. Das heißt, das ist jetzt hier, ich muss es ja umgekrempelt nähen. Ich überlege jetzt nur gerade, ob ich, wenn ich es jetzt vernähe, wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, wird es ganz zum Schluss an einem Stück hier noch vernäht. Dieses hier. Das sieht dann auch wie eine durchgehende Naht aus. Das heißt, ich würde jetzt erstmal nur diesen Teil nähen, es dann wahrscheinlich hier ran festnähen und ganz zum Schluss, wenn es Teil der Jacke wird, wird es dann hier zusammengenäht. Sonst kriege ich das ja gar nicht mehr zusammen. Das müsste ja die Reihenfolge sein, in der es jetzt auch dann passiert. Gut, dann jetzt hier den Teddystoff, der ist noch umfangreicher. Das wäre der jetzt hier. Und wie dick brauche ich es? Ich gucke jetzt nochmal hier in die entsprechenden, das sind jetzt hier so auf den Bildern. Auch hier würde ich mal so sagen, so 2 Zentimeter an einer Seite. Also brauche ich 4 Zentimeter plus die Nahtbuffer. Oh, hier ist aber, hier wirkt es größer. Ja, hier sieht man auch, dass es wirklich groß ist, also im Vergleich. Dass man, hier sieht man wirklich, dass der Arm doch sehr wulstig ausladend ist. Also so gesehen der Ärmel. Also alles richtig gemacht, hoffe ich mal. So, dann haben wir jetzt hier den Teddystoff. Und wie dick brauche ich es? Ich brauche, was habe ich gesagt, 5 cm. Ich ihn jetzt hier drum lege, so rum.
Müsste ich ja dann irgendwie so nähen, damit ich ihn später so klappen. Nee, das kann ja auch nicht sein. Er soll ja außen drauf sein. Also ich müsste ihn. Wie ist denn das gelöst? Ach so, das wird komplett umgeklappt. Das heißt, ich müsste ihn so drauf nähen und später wird es dann. Nee, okay. Aber ich messe jetzt nochmal. Also wir haben hier zweieinhalb eigentlich fast schon. Ich glaube, ich male mir das nochmal auf, sicherheitshalber, bevor ich jetzt hier Unsinn mache. Also ich hätte ihn gerne mal schauen, wie dick. Ach, das ist ja witzig, der geht im Original, geht ja nach innen. Ach, das ist ja interessant. Im Original scheint die gesamte Jacke von innen mit diesem Stoff, mit diesem Teddy-Stoff zu sein. Wenn man jetzt hier in den Ärmel reinguckt, sieht man, dass das gar kein Kragen ist, so wie das hier bei meinem Spielzeug offenbar gespart wurde. Hier ist das einfach so reingenäht. Das heißt, eigentlich ist der Kragen des Ärmels viel länger und es ist einfach nur rumgeklappt. So ein bisschen wie bei dem Hals hier auch. Also eigentlich ist das offenbar so gelöst. Hätte ich das natürlich jetzt hier ein bisschen länger schneiden müssen, wenn ich das gewusst hätte. Und der Teddystoff wird einfach auf die andere Seite mit komplett drauf genäht. Das ist ja interessant. Wobei es mir wahrscheinlich reicht, wenn ich den hier innen drin nur ein bisschen reinschauen lasse. Aber dann muss ich ihn auf jeden Fall recht tief machen. Aber wie ist das denn dann gedacht? Also, der ist hier so rumgeklappt, genau. Das ist ja dann hier überhaupt nicht authentisch bei diesem Spielzeug. Das ist ja dann hier reingenäht und eigentlich wäre das hier ein umgeklappter Ärmel. Tatsächlich, hier sieht man das auch so ein bisschen. Das ist alles wirklich so, wie wenn ich meinen Ärmel jetzt hier umkrempeln würde. Also es ist wirklich so, scheint es zu sein. Und der Teddystoff scheint eher innen zu sein, aber dann ist er trotzdem rumgekrempelt. Okay. Das ist dann aber wahrscheinlich jetzt egal. So, das heißt, der Teddystoff ist doppelt gelegt und wird dann so dran genäht. Dann mache ich das mal so. Ja, wie gesagt, wir haben ja mehrere Versuche. Ich habe ja so viel Stoff hier. Wenn das nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann machen wir einen neuen. So, also. Der Kragen, wie ich ihn gerne hätte, der Rahmen, sagen wir mal, ist 2,5 cm, wäre so mein Wunsch, denke ich mal. Das heißt ungefähr so. Mal schauen. 2,5 cm, das wäre so die Länge, die ich den Teddystoff nach außen haben möchte. So. Dann brauche ich nochmal 2,5 cm, weil ich das nach innen ja auch so runtergeklappt habe. Und ich brauche gleich auf beiden Seiten noch ein bisschen Vernähbuffer. So. Wie viel nehme ich da? Ich vermute mal so, dass da auch so zwei so diese Einheiten hier reicht auf meinem blauen. Auf meiner blauen Unterlage. Mal schauen. So. Einmal. Zweimal. Die müsste natürlich auf der anderen Seite sein. Also diese eine von denen ist ja auf der anderen Seite. So gehen ist mir es eigentlich egal. Augenblick. Ich muss mal eben hier kurz was umstellen. Mal eben schauen. So. Augenblick. Wo ist er? Da ist er. So, der Chat war nämlich jetzt irgendwie weg. Da ist er wieder. Gut, dann ist das jetzt hier mein Muster, mit dem ich den Teddystoff schneide. Am besten von der Seite, wo man auch was sehen kann. Und hier scheint eine saubere Kante zu sein. So, ist da auch schon die. Genau, das wäre die Breite. Jetzt muss ich gucken, wie lang muss es sein. Ich muss ja so lang sein, wie ich jetzt hier an dieser Kante bin. Das ist witzigerweise ungefähr gleich, aber noch nicht genug. Das heißt, an sich dann
So würde ich hier mal so sagen, dass das ungefähr die Länge ist, die ich bräuchte beim Teddystoff. So, das hier alles mal gerade anlegen. Die Linie hier verlängern. So, das ist dann mein Schnittmuster für den Teddystoff, wenn alles richtig ist. Ah, das ist V1, super, jetzt habe ich mich an der V1 orientiert, bin ich dumm, nicht an der V2. Das heißt nochmal, gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Ich glaube, das V1 schmeiße ich mal weg. Das ist ja jetzt ein bisschen outdated hier schon. Also das heißt, ich bin hier nochmal mit dem ganzen Muster. Von der Tiefe her bin ich hier, hier und hier. Und kann das jetzt hier schön alles einzeichnen. So, dann kommen wir gleich auch endlich zum Nähen, hoffe ich mal so. Weil das ist schon wirklich cool. Also so, wie gesagt, Nähmaschine. Ich habe immer noch nicht ganz durchschaut, wie das mit dem Unterfaden so klappt, wie das da immer durchgeschossen wird. Das habe ich mir aber auch noch nicht näher angeguckt. Finde ich immer noch faszinierend. Vor allen Dingen ist das Gerät echt, dafür, dass man ja sagt, das ist so ein Haushaltsgerät oder irgendwie sowas, finde ich, ist das hochkomplex, muss ich sagen. Und Nähen, jetzt wo ich mir das mal so näher angeguckt habe, ist schon eine... Ich finde, das ist schon eine durchaus herausfordernde Sache, so meiner Meinung nach. Also das, wenn man so, weiß ich nicht, so, wenn man nicht drüber nachdenkt, könnte man es wahrscheinlich unterschätzen, was dahinter steckt, dass das auch tatsächlich eine eigene Kunst oder ein eigenes Handwerk auch ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht, wie man so eine Nähmaschine bedient. Aber ich finde erstaunlich, wie komplex die Maschine auch ist, so auch wenn sie eigentlich, sag mal, nach außen hin nicht so viele Funktionen hat, oder zumindest haben es scheint. Beziehungsweise man kann da auch Schnittmuster und alles Mögliche einstellen. Also das habe ich auch überhaupt nicht durchschaut. Ich benutze das Schnittmuster oder das Nähmuster hier, das da jetzt voreingestellt war. Keine Ahnung, ob ich das ändern könnte, sollte oder müsste. Das weiß ich nicht. So, schreibe ich mir drauf. Das ist Ärmel und das ist Ärmel unten. So, dann jetzt einmal die Dinger einzeichnen. Ich glaube, ich fixiere das jetzt hier schon mal so ein bisschen, dass mir das ja nicht so viel rumrutscht, sonst habe ich gleich wieder alles krumm und schief, so wie bei dem ersten Schneiden. Dafür sind die Klammern bestimmt da, vermute ich mal, dass man damit auch so ein bisschen fixieren kann. So. Mal schauen, von der Form und Farbe her passt das auch ungefähr, jawohl. So. Dann jetzt hier einzeichnen. So. So. Dann haben wir jetzt hier den Stoff zu schneiden. Ich merke gerade, dass ich zu dem Thema tatsächlich gar nicht so viel Hintergrundinformationen, sonst habe ich ja immer so viel zu quatschen, was mir so alles einfällt, was ich da noch so, was mir bei dem ersten Verwenden von solchen Werkzeugen oder so irgendwie so mal passiert ist oder in den Sinn gekommen ist. Das ist jetzt beim Nähen hier, merke ich, bin ich tatsächlich relativ, ich sag mal, geschichtenlos. Aber wir kommen ja jetzt in die Praxis. Ich mache jetzt mal Platz und hole mal jetzt hier direkt die Nähmaschine. Ich habe hier schon das Kabel für die Nähmaschine schon angebracht an meinem Tisch. Ich mache mal ein bisschen Platz für die Nähmaschine, damit ich sie jetzt holen kann. So, und da kommt sie.
So, ich kann mal hier so ein bisschen mit der Kamera. Ups, das ist die falsche Kamera. So, einmal hier so ein bisschen. Das ist also hier die Nähmaschine. So sieht sie grob aus. Die besteht hier aus mehreren Bestandteilen, logischerweise. Hier oben ist eine Garnspule. Die müssen wir jetzt erstmal wechseln, weil das ist etwas zu dunkles Garn. Das habe ich verwendet, man kann der Grogu sich hier auch angucken. Sieht das ein bisschen, sich angucken, wie er sein neues, wie er seine zukünftige Jacke genäht bekommt. Das heißt, ich habe hier das braune Garn. Das ist eins, das wir jetzt nicht mehr verwenden wollen hier, weil das ist nämlich, das war für die Umhängetasche, als ich den Grogu genäht hatte für die Maker Faire, wo ich ihn da drin getragen hatte. So, muss ich meine Brille mal absetzen, sonst kann ich da nichts sehen. Und ich mache es mal wieder ein bisschen weg, dass man es jetzt nicht so. Genau, und der Faden, der wird hier in die Nähnadel oder in diese sozusagen durchgeführt. Und hier unten drunter gibt es noch einen Faden. Ich glaube, ich kann das hier mit der Handkamera ein bisschen besser sehen, glaube ich. Ich kann die mal eben starten. So, soll ich bewerten? Nein, will ich nicht. Gehe ich mal kurz, ich hoffe, das klappt jetzt hier. Ne, klappt noch nicht. Augenblick. Wollen wir mal kurz verbinden. Start. Genau. Also hier ist vom Prinzip her eine Nadel, die später halt immer rauf und runter geht. Und den Faden, der von oben kommt, wird dann immer in den Stoff reinstecken. Und hier unten drunter, da ist noch ein zweiter Faden, das ist dann der Faden, der dann ja mit dem oberen vernäht wird. Den muss man hier auf eine Spule machen. Da ist jetzt, das muss tatsächlich auch derselbe Farbton sein, deswegen muss ich die jetzt hier auch wechseln. Deswegen, ich muss jetzt hier oben die Farbe drauf machen, die hier unten auch reinkommt. Und der Gag dabei ist halt, dass man sich die vorher aufwickeln muss. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon gemacht. Das heißt, hier ist jetzt schon Farbe drauf das Garn ist jetzt schon auf dieser Metallspule aufgewickelt. Und das ist dasselbe Garn, das jetzt hier auch auf der Kordel oder was auch immer, keine Ahnung, auf der Garnrolle von oben auch verwendet werden muss. Und deswegen kann man jetzt hier oben man könnte das auch neu aufrollen. Das heißt, ich könnte, wenn das jetzt leer wäre und ich neues Garn kaufe, kann ich das mir hier direkt einmal umspulen lassen. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr machen, weil ich habe das, glaube ich, schon vorbereitet. Ich würde jetzt einmal nur hier das dunkelbraune Garn wegtun. Dafür gibt es dann hier den Behälter zum Aufbewahren der ganzen Garnspulen. Können wir hier noch ein bisschen weiter weggehen. So. Und da sieht man auch, hier ist dann jetzt das Garn, das ich verwenden will. Das ist ein bisschen heller. Das kann ich jetzt hier oben auf die Vorrichtung packen, wo es dann abgerollt wird, hier oben. Und brauche jetzt die entsprechende Unterspule. Die habe ich mir schon aufgewickelt. Das heißt, da habe ich jetzt schon dasselbe Garn drauf. Und die kann ich jetzt hier unten für verwenden. So, mal schauen. Mehr brauche ich eigentlich jetzt auch erstmal nicht hier aus dem ganzen Nähzubehör. So, und was man da macht, ist halt, das ist halt ganz interessant, das habe ich also auch alles jetzt ganz, ganz frisch erst gelernt. Man nimmt halt hier oben diesen Faden, wie er jetzt hier, oh, das ist hier die Kamera, die flackert, ah, nicht so schön, und unscharf ist er auch. So, mache ich jetzt da mal weg. Das heißt, das ist dieser Faden, da muss man ihn jetzt hier mit so verschiedenen Vorrichtungen, also jetzt ist hier oben zu sehen, 1, 2, 3 und verschiedene Bewegungen. Ich mache das mal kurz auf die Seitenkamera hier. Das heißt, man hat jetzt hier oben verschiedene Bereiche, wo ich sie durchziehen muss. Das heißt, ich muss jetzt hier, ich sehe gerade, das ist doch sehr hell hier. Ich mache mal kurz das Bild ein bisschen dunkler für euch. Das ist ja jetzt wirklich ein bisschen überbelichtet, habe ich fast das Gefühl. Ich mache mal kurz die Helligkeit ein bisschen runter. So ist, glaube ich, besser. Jetzt sieht es zu dunkel aus. Augenblick. Mal ein bisschen.
So, Helligkeit ein bisschen hoch, Gamma vielleicht ein bisschen runter, ein bisschen mehr Helligkeit. Ich glaube, so kann man es einigermaßen erkennen. Ja, es ist nicht perfekt, immer noch sehr kontrastreich. Immer muss man das jetzt hier durch drei verschiedene Bereiche durchziehen, damit es am Ende hier wieder runter. Wenn ich jetzt hier hochdrehe, kommt jetzt hier auch noch ein weiterer Haken hoch. Das ist der von der Nadel. Da kann ich das jetzt nochmal drumherum ziehen. Und dann muss ich es wieder runterziehen und hier unten in die Nadel einfädeln. Dafür braucht man gute Augen. Die habe ich jetzt nicht mehr so. Deswegen hoffe ich mal, dass ich das jetzt hier reinkriege. Sonst gibt es da so eine kleine Einfädelhilfe. Die ist dann halt auch durchaus hilfreich. Mal schauen, ob ich den Faden jetzt hier durchbekomme. Durch die Nadel. Jo, habe ich geschafft. So, jetzt ist der Faden hier unten durch die Nadel, die sich hier rauf und runter bewegen kann. Das kann man jetzt so ein bisschen hier sehen. Ist der Faden jetzt hier durchgezogen. Und jetzt muss der Unterfaden auch durchgezogen werden hier unten. Das ist relativ einfach. Das heißt, ich nehme jetzt diesen, das ist jetzt die falsche Farbe, wo ist denn mein Unterfaden? Da. Ich nehme jetzt diese Rolle und spanne die einfach hier unten über so einen Adapter. Den kann ich hier, glaube ich, ein bisschen besser mit der normalen Kamera zeigen. Das heißt, ich habe hier so eine Rolle, so einen Rollenhalter, da kommt die Rolle rein. Und dann muss ich das jetzt hier so durchziehen, da wird das so ein bisschen festgespannt. Dadurch ist der Faden, rollt dann nicht mehr so leicht ab, sondern der ist dann immer so auf Spannung so ein bisschen. Und dann kann ich das hier unten in diese Vorrichtung reinstecken. So, komm schon. Dann ist es da drin. Und dann drehe ich einmal, man kann hier an der Seite der Maschine gibt so ein Drehrad, das sieht man jetzt nicht. Damit kann ich hier einmal manuell die Nadel runter bewegen und dann wieder rauf bewegen. Und dann sollte ja eigentlich diese beiden Fäden irgendwie durch Zauberhand verbunden haben. Und wenn ich da jetzt einmal mit einem Stück Pappe oder mit einem Stück Stoff, wahrscheinlich so profimäßig, jetzt hier so durchgehe und das hier durchziehe, dann habe ich jetzt hier, na, hat nicht geklappt, machen wir nochmal. Also einmal muss ich hier durchlaufen. Und eigentlich müsste jetzt irgendwann hier, nee, es klappt irgendwie nicht. Aha, okay, Anfängerfehler. Also probieren wir es nochmal. So. Einmal durchziehen. So, mal schauen, ob das jetzt klappt hier, ob ich da jetzt hier durchkomme. Aha, nee, auch nicht. Hör. Also irgendwie, was mache ich falsch? Das hat schon mal geklappt, also auch bei mir. Jetzt muss ich mal gucken, so, das jetzt, woran das liegt. So, ich habe den Faden hier durchgezogen. Ach, ich bin zu dumm, ich muss den erst hier unten nochmal durchziehen. So, dann kann das natürlich auch nicht klappen. Ich habe den nur oben in der Nadel gehabt und nicht unten. So, jetzt gucken wir mal hier. Das will aber trotzdem nicht. Verdammt nochmal. Was mache ich falsch? Irgendwas läuft hier nicht richtig. So, das ist jetzt hier der Unterfaden. Der muss hier rein. Und eigentlich müsste der hier, wenn ich jetzt hier runtergehe, eigentlich. Müsste der eigentlich hier durchlaufen. Das klemmt auch irgendwie komisch. So, irgendwas läuft hier schief. Also was soll denn das hier? Der Unterfaden ist auch irgendwie sehr unglücklich. Der zieht irgendwie sehr fest. Das dürfte er, glaube ich, auch gar nicht machen. Irgendwas, ich muss mal kurz schauen. So. Eieieiei, da geht es schon wieder los. Okay, also der müsste hier rein, der Unterfaden. Oh, Badura 88, guten Abend. Du hast nichts Wichtiges verpasst. Wir sind nun wieder hier mitten im Fiasko. Ich kriege hier schon elementar den Unterfaden nicht in die Nähmaschine so rein, dass es funktioniert. Ich gucke gerade mal. Das heißt, ich muss den jetzt hier den Unterfaden in die Maschine rein. Da müsste er eigentlich
dann hier unten sich mit dem oberen Faden verbinden. Und so richtig funktioniert das noch nicht. Oh no, schreibt er, ja, genau. So, jetzt schauen wir mal, dass ich das jetzt hier noch von Hand durchgedreht habe. Wahrscheinlich gibt es hier nur, mache ich hier irgendeinen elementaren Fehler, den ich jetzt übersehe. Ah, okay. Kaum bist du da, funktioniert es. So, ich habe es offenbar geschafft, jetzt beide Fäden zusammenzubringen. Das heißt, wie es dann sein soll, ist, dass dann hier, wenn ich an der Maschine ziehe, jetzt ist die Kamera daneben, ich an der Maschine hier ziehe, dass dann zwei Fäden da sind. Ich kann es vielleicht doch nochmal zeigen hier. Dass dann hier zwei Fäden sind, die ich nach hinten wegziehen kann. Das heißt, jetzt sieht man hier vielleicht auch so ein bisschen, diese beiden Fäden der eine kommt unten aus dem Loch raus und ist der auf dieser Spule hier unten ist, und der andere kommt direkt aus der Nadel raus, die sich hier rauf und runter bewegen kann. Und damit ist, soweit ich es mitgekriegt habe, das Setup eigentlich bereit. Jetzt kann ich die Maschine wieder zusammenbauen und wäre dann hoffentlich nähbereit. Jetzt hat die Maschine hier hinten einen entsprechenden Stromanschluss, mit der man sie bedienen kann. Und das ist ja auch das Rad, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, hiermit kann ich die Nadel manuell rauf und runter bewegen. Und hier ist dann der Stromanschluss für die Maschine. Den kann ich jetzt mal hier anschließen. Der kommt nämlich hier hinten vom Fußboden hoch, hinten vom Tisch. Und unterm Tisch ist da jetzt ein Pedal. Mit dem kann ich die Nähmaschine bedienen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir das anschaue, jetzt habe ich den Faden hier eingeklemmt, und ich jetzt hier mit dem Fuß unten auf das Pedal drauf drücke, das ich jetzt hoffentlich mal finde. So, Moment, das ist irgendwie ein bisschen verrutscht. So, jetzt versuche ich mal, ob das klappt. Wenn ich mit dem Fuß jetzt hier drauf gehe, dann sollte die Maschine sich von Zauberhand... Nee, habe ich sie nicht eingeschaltet? Nee, ich habe sie nicht eingeschaltet. Dann sollte sie sich wie von Zauberhand, sollte sie sich jetzt bewegen. Ja, sehr schön. Also alles bereit. Dann können wir jetzt hier die Nähsachen vorbereiten. Also das, was wir gerade als Schnittmuster hier ausgeschnitten haben. Also wir haben ja jetzt hier den einen Ärmel, auch für die eine Seite. Und hier unten das Teddy-Füllmaterial, was da dran soll. Und jetzt müssen wir das ja hier vernähen. Und die Idee war jetzt, dass das irgendwie hier einmal umgenäht wird und dann hier drauf. Das ist aber alles irgendwie nicht so pralle. Muss noch mal kurz beim Original abgucken, wenn ich das jetzt irgendwie hier finde. Das ist sicherlich für eine geübte Person, die nähen kann, wahrscheinlich alles hier alles easy, sich das vorzustellen. Ach so, genau, ich wollte es ja umklappen. So, das heißt, Moment. Also, wenn ich das umgeklappt habe, dann habe ich hier alles so und dann so rum. Genau, okay, jetzt habe ich es. Also, ich will das hier nehmen und nähen und will das hier so dran nähen an der Stelle. Und später wird es dann umgeklappt und sieht dann hier von außen, sehe es dann so aus. Also so dann ungefähr, Moment, noch mal kurz zeigen. Also das wäre ja jetzt die Nähkante. Das würde ich jetzt hier so drauf nähen, hoffe ich mal, so. Und dann wird es später umgeklappt und sehe dann auf der Außenseite hoffentlich so aus irgendwie. Tja, das ist, was ich will. Na, wir probieren es einfach mal. Mal gucken. Aber so scheint es hier auch zu sein bei diesem Beispiel. So, jetzt muss man das erstmal mit Nadeln so weit fixieren, wie man das gerne hätte, um es dann Schritt für Schritt dann von den Nadeln zu befreien und dann die Nadeln durch Naht zu ersetzen. So habe ich es mir zumindest zeigen lassen. Deswegen habe ich jetzt hier so ein schönes Nadelkissen. Damit mache ich jetzt einfach mal hier diese typischen Verbindungsstücke schon mal rein. Die Frage ist jetzt, ob das auch schon bauschig genug ist. Ich gucke mal kurz in meine, sonst müsste ich da noch so ein bisschen Vlies reinmachen. Na, es ist jetzt gar nicht so dick hier, wenn ich das mal im Vergleich sehe. Das ist jetzt so, ich finde, das ist jetzt nicht viel dünner.
müsste bei mir eigentlich dann reichen, hätte ich jetzt so gedacht. Mal gucken. Ja, es ist jetzt, der Stoff insgesamt scheint ein bisschen dicker zu sein. Na, ich glaube, ich lasse es erstmal, ich versuche es erstmal ohne Polsterstoff, das kann ich ja immer noch ändern. So, mal einen kurzen Schluck trinken hier nach anderthalb Stunden. Ja, Badura, ich habe einige Zeit damit vertrödelt, hier erstmal ein Schnittmuster zu machen, das jetzt hier liegt. Ich hoffe, dass das irgendwie auch einigermaßen ordentlich aussieht. Wir haben die Maschine jetzt gerade erst hochgeholt. Wo ist denn jetzt die Nadel? So, jetzt würde ich hier, jetzt kann ich hier so die Nähte, die ich stechen will oder nähen will, die kann ich jetzt hier so vorfertigen mit Nadeln, damit ich an der Stelle später dann auch nähen kann. So, das heißt, was ich jetzt hier mache, das wäre dann, würde dann bedeuten, dass der Armkragen dann am Ende nur sehr dünn wäre. Deswegen ziehe ich ihn noch mal ein bisschen weiter nach außen. Ich habe ja jetzt schon das Gefühl, dass diese Teddy-Stück hier vielleicht ein bisschen zu dünn wird, aber müssen wir mal schauen. Wie gesagt, im Notfall machen wir mehrere Versuche oder ich mache das dann, je nachdem, wie weit wir heute kommen, mache ich dann vielleicht hinter den Kulissen noch Versuche, mal gucken. Je nachdem, wird ja noch ein bisschen dauern. Die Jacke muss ja auch noch geschnitten werden. Aber ich hoffe, dass das dann gleich hier alles ruckzuck geht, wenn es erstmal so weit ist. So, das wäre jetzt ja die Dicke, wie ich das von dem, ich habe es immer Ärmelkragen gerade genannt. Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich heißt. Und jetzt muss ich das ja hier auch noch dran nähen. Und zwar so rum. Jetzt würde ich dann halt hier die Nadeln Stück für Stück wahrscheinlich dann durch die endgültigen Nadeln ersetzen, die ich dann jetzt hier so dran machen würde. So. Und da möchte ich dann halt später die Naht hinsetzen, wo ich jetzt hier mit meinen Nadeln bin. Die muss man dann irgendwie Stück für Stück rausziehen, je nachdem, wie weit man gerade schon genäht hat. Das ist eigentlich nur, damit der Stoff sich nicht, also dass der Stoff nicht verrutscht. Ich könnte natürlich jetzt auch versuchen, es einfach so aufeinander zu drücken und zu nähen, aber da habe ich das Risiko wohl, dass dann, wenn ich dann durchgehe und schiebe, dass es sich dann auf der Ziel, dass es sich dann immer ein bisschen mehr verzieht und immer mehr ein bisschen staucht oder wie auch immer. Und dann habe ich am Ende, sieht es dann hier oben dann irgendwie so aus. Dann kommt es hier so schräg an und das will man ja auch nicht. Deswegen ist das wohl sinnvoll, es jetzt einmal mit den Nadeln hier zu prototypen und dann erst zu nähen, wenn es einmal alles zusammengestopft. Vor allem sieht man dann auch so ein bisschen, wie sich es anfühlt. Dann kann man jetzt auch mal ausprobieren, wie das dann wäre. Das heißt, so wäre dann hier der Übergang. Obwohl ich gerade sehe, ich bin auf der falschen Seite. Man würde jetzt hier meine eingezeichnete Naht sehen. Das ist natürlich nicht so ganz geschickt. Das heißt, ich nehme mal lieber die andere Seite von meinem Stoff. Gut, dass ich das probiert habe. Also besser auf der Seite festmachen. Und zwar dann so. Damit ich das dann auch so umklappen kann. Ja, mal schauen. So. So weit, so gut. Da auch gerade schon hier dem Original, also meinem ersten Grogo, die Originaljacke abgerungen und dafür auch schon diese Halterung hier auch schon ausgeschnitten und gestanzt. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, weit entfernt von. Das hätte ich gar nicht machen müssen, weil mit den, ob ich heute noch dazu komme, dass wir wirklich bis zum Kragen der Jacke kommen. Ich befürchte mal, wir werden heute vielleicht beide Ärmel bestenfalls jetzt hier hinbekommen. Und dann muss ja erst noch das Schnittmuster von der gesamten Jacke dann auch überhaupt herkommen. Da müsst ihr dann nachher abstimmen, wie ihr das seht, wieder, ob wir das tatsächlich, was also interessant ist. Ich habe gerade schon gesagt, ich kann hier zu dem Thema nähen irgendwie so richtig gar nicht viel erzählen, außer dass ich keine Ahnung davon habe. Und die Anekdotendichte ist heute im Verhältnis zu den vorherigen Sendungen immer, also ist doch recht gering, habe ich festgestellt. Wir können ja gleich nachher nochmal die Abstimmung vom letzten Mal nochmal wiederholen, dass ihr dann wisst, auf was ihr euch hier eingelassen habt. Ob wir nächstes Mal nicht lieber Elektronik weitermachen und ich dann das hier dann so mehr oder weniger dann im Geheimen wieder hinten mache und dann immer nur so kleine Videoausschnitte in Zeitraffer zeige. Also
Kernfrage ist, ist das hier für euch so wie das Hair-Punching, was ganz interessant ist, oder und damit aber in Originalzeit doch eher sich wie ewig anfühlt, oder ist das hier auch eine Sache, die irgendwie funktionieren kann für euch? Ansonsten können wir auf dem DC, ach so, auf dem Discord, ja genau, das wäre vielleicht, so könnten wir vielleicht gleich mal anfangen schon, auf Discord schon so, vielleicht so, wenn sich jeder ein Bild machen konnte, vielleicht schon eine kleine Meinung zu bilden, ob wir da, können wir auf Discord eine Abstimmung machen. Badura wird sich drum kümmern, ja, das wäre ein Träumchen. So, aber noch ist es ja jetzt nicht so weit, dass wir das hier komplett abschreiben. Ach, jetzt ist auch wieder falsch rum. Weil ich würde auf der Seite hier gerne nähen und dann aber die Nadeln muss ich dann beim Nähen rausziehen, weil sonst wird mir das hier, glaube ich, alles in der Maschine hängen bleiben. Das heißt, ich muss jetzt die Nadel nochmal auf die andere Seite bringen. Eieieiei. Weil dann, das ist hier so die Nähseite. Und zwar eigentlich so rum, dass ich das auch alles greifen kann. Ja, wie gesagt, nicht mein Gewerk. Obwohl ich ja bei der Elektronik letzte Woche ja auch schon hart abgelost habe bei der Fehlersuche. Also so gesehen, alles Hobby, habe nichts davon gelernt, habe nur viel Spaß dabei und das muss reichen. Ja, also meine Begeisterung ist der Aufgabe gewachsen, das muss reichen, sage ich mal. So. Ah, der Discord-Channel ist schon da. Ich habe jetzt leider hier nicht die Möglichkeit zu schauen, ob da schon eine Umfrage ist und wie sie aussieht. Tja, genau, Badura. So. Dauert noch eine Sekunde. Ja, die Umfrage ist noch in Mache, sehe ich gerade. So, wie läuft das hier? Die Nadel rein und am Ende raus. So, also, das ist dann jetzt wohl der Plan. Das heißt, ich möchte an der Stelle, wo jetzt hier die Nadeln sind, möchte ich am Ende eine Naht haben, die dann beides miteinander verbindet. Und hier auf der Seite dann ja auch das vernäht hat. Und dazu nehme ich jetzt halt, muss ich jetzt halt die Maschine, das ist aber irgendwie sehr kontrastreich und auch sehr dunkel, so. Ich versuche noch mal ganz kurz, sorry, ob ich jetzt hier, ob es so besser ist. So ist es heller. Ah. Ist irgendwie überbelichtet, aber so ist immer noch besser als gerade, habe ich das Gefühl. Ich befürchte nur, wenn ich der Kamera jetzt hier beibringe, dass sie dunkler ist, dann flackert sie wieder, weil das Problem hat die Kamera dann auch. Das würde ich jetzt ungern ausprobieren. Ich könnte noch ein Licht abschalten, mal gucken. Na, ich weiß nicht, so ist so besser. Könnt ihr das so sehen? Ist jetzt so für euch. Dann ist aber das die zweite Kamera ein bisschen. Ich muss das, glaube ich, am nächsten Mal mir nochmal angucken, wie ich die Überbelichtung wegkriege. Naja, müssen wir jetzt durch. Vielleicht muss ich mir auch hier noch einen kleinen Filter besorgen. So, also, was jetzt wohl so die Idee ist, ist, dass man jetzt hier das halt hier. Ich kann es ja mal zeigen. Ist schon okay. Ja, ich finde es ein bisschen überbelichtet, aber das kriege ich halt nicht hin, weil das Problem ist, wenn ich die Kamera runterdimme, also wenn ich sage, sie kriegt eine geringere Verschlusszeit, dann kommt die wieder mit der Frequenz von den LEDs hier durcheinander, weil das ist halt keine 50 oder 60 Hertz, sondern die LEDs hier haben, weiß ich nicht, was die für eine Frequenz haben, die ich hier verwende, die Beleuchtung. Deswegen, ich muss mal gucken, ob ich mir morgen hier so einen ND-Filter vielleicht besorge, den ich noch vor die Kamera klebe. Weil ich bin ja schon froh, dass es überhaupt so läuft. Bis heute kein Bluescreen und die Kamera, die Seitenkamera hier funktioniert auch. Also bisher alles toi, toi, toi. So, die Nähmaschine hat auch noch eine Beleuchtung. So, also ich ziehe jetzt die beiden Fäden, die ich jetzt vorhin mühsam zusammengebracht habe, die ziehe ich jetzt hier hinten weg. Dann kann ich hier den Klemmmechanismus hoch oder runter machen. Jetzt ziehe ich hier eine von diesen Nadeln raus und schiebe hier das hier, schon mal, ich muss natürlich die Nähnadel hoch machen, das kann ich da nichts schieben. Und jetzt schiebe ich hier das Werkstück hier drunter. Und der Trick ist jetzt halt, dass ich jetzt mit dem Pedal, ich muss erstmal einspannen, genau. Und das Coole ist, dass diese,
Das ist die Nähmaschine, die hat hier so einen Hebel, wenn ich den runterdrücke, dann läuft sie rückwärts. Das heißt, wenn ich da jetzt einfach anfange zu nähen, dann sind ja auf der anderen Seite sind ja dann beide, also wenn ich jetzt einfach anfangen würde zu nähen hier an dem Stoff, wenn das jetzt hier der Stoff ist, ich jetzt hier anfange, dann habe ich ja hier die ganzen losen Fäden. Und das wäre natürlich alles nicht so toll, weil dann hängen ja einfach die Fäden raus und würde sich irgendwann aufribbeln. Deswegen kann man den mehrmals hin und her fahren lassen, die Nähmaschine, den Nähkopf, und die dann sozusagen dazu zwingen, da so wie eine Verknotung eigentlich reinzunähen. Also normalerweise würde man es ja, also ich habe es früher immer gelernt, so in der Schule, im Kunstunterricht, dass man dann noch so Knoten macht. Und hier scheint das einfach dadurch gelöst zu werden, indem man einfach mehrmals hin und her fährt. Ich kann es ja mal versuchen zu zeigen. Ich hoffe mal, dass das jetzt alles klappt. Ich nähe jetzt einfach mal vorwärts. Ups, oh, das war jetzt, hörte sich jetzt nicht gut an. Eieieiei, was habe ich falsch gemacht wieder? Oh, ganz viele Fäden hier drin. Ah, ich kann das nicht. Das hat aber schon mal besser geklappt. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Ah, fängt ja schon wieder gut an hier. Ah, so, das hatte sich schon so komisch angefühlt mit dem Unterfäden. Die waren schon so gespannt. So, also nochmal alles von vorne. Ich mache jetzt nochmal die ganzen Fäden nochmal neu. Das ist irgendwie nicht so richtig pralle. So, aber man will ja immer was lernen. So, irgendwas war da jetzt schief gelaufen. Ich mache jetzt mal die ganzen Fäden hier aus meinem Werkstück wieder raus, aus meinem Stoff. Und dann schauen wir mal. Das hatte ich tatsächlich jetzt schon mehrfach, dass diese Maschine irgendwie blockiert. Und irgendwie, meine Frau sagte dann, das wird sein, wenn der Stoff vielleicht zu dick ist. Das kann aber hier nicht sein, weil der wirkt zwar dick, aber das kann es eigentlich auch nicht sein, vermute ich mal. Irgendwas, das ist ja auch gerade beim Einspannen schon so ein bisschen gezickt. Also irgendwas habe ich noch nicht ganz durchschaut. Ich habe dann auch mal gefragt, aber so richtig, das Problem hat sich noch nicht so richtig ergründet. Ich habe aber dann auch viel nähen können jetzt hier für meine Jacke, für die Umhängetasche vom Grogu. Und da lief das dann eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich das wieder aus den Augen verloren, dass das vielleicht irgendwie Stress geben könnte mit diesem Blockieren der Maschine. Aber wir schauen mal. Dazu lernen ist alles. So. Also, jetzt nochmal das Gleiche von vorhin. Ich hoffe, diesmal ist ein bisschen entspannter. So, ich habe hier diese Unterfadenspule oder wie man das Ding heißt. Da kommt jetzt dieser Unterfaden raus. Ups, das fällt schon wieder raus. So. Eieieiei. Und jetzt wird das hier alles reingetan unten. Da muss ich einmal manuell das hier durchdrehen und hoffen, dass ich jetzt hier unten den Faden rausziehen kann. Ne, jetzt ziehe ich wieder nur den oberen Faden raus. Ich habe schon mal überlegt, ob man mal einen Nähkurs machen sollte, weil das jetzt hier so hemdsärmlich zu machen, ist ja nun wirklich eigentlich keine gute Idee, denke ich mir immer so. Also irgendwie verknotet das hier unten auch, wenn ich das durchziehe. Das kann doch alles nicht sein. So, nochmal probieren. Das ist natürlich doof, wenn das Werkzeug hier... Jetzt vielleicht muss ich den Faden auf die andere Seite machen. Das kann ich mir aber kaum vorstellen. Ich probiere das jetzt mal so. Seht ihr jetzt vielleicht nicht, wenn ich jetzt den Faden auf die andere Seite mache, ob der dann besser durchzieht. So, mal schauen. Das sieht irgendwie nicht so aus, wie es sein sollte. Vor allem rollt sich das hier oben jetzt alles so ab. Tja, man sollte eigentlich keine Werkzeuge benutzen, die man nicht so richtig unter Kontrolle hat. Manche Gewerke lernt man ja auch dann sehr lange. Ich glaube, Nähen ist auch etwas, was man normalerweise näht. Aber das ist immer so ein bisschen doof. Wenn man dann schon mal schnelle Erfolge hatte, so wie ich jetzt mit meiner Umhängetasche, dann denkt man sich, jo, man hat das alles jetzt unter Kontrolle und dann macht man weiter. Aber dann irgendwann merkt man dann in der Praxis doch, so wie jetzt, dass man an manchen Stellen doch besser vielleicht noch ein bisschen wüsste, was passiert, wenn bestimmte Dinge eintreten. Also man ist eigentlich eher so für den Idealfall nur gewappnet, habe ich das Gefühl. Und hofft, dass das alles nicht so ein Problem ist. Jetzt ist der Faden hier wieder raus.
das ist leicht zu beheben. Mal wieder hier durchschieben durch das Loch, durch die Nadel. So. Einmal nochmal abschneiden. Ich will doch nur eine kurze Naht nähen. Warum kann das so kompliziert sein? Also wenn wir hier heute nicht vorankommen und ich das bis zum nächsten Mal nicht besser unter Kontrolle habe, dann brauchen wir gar nicht abstimmen, weil dann ist es ja nicht wirklich hilfreich, wenn wir hier nähen. Wenn ich sozusagen bisher immer nur pures Glück hatte in den letzten Wochen bei meinen ersten Versuchen und das jetzt hier so die Praxis ist, die sich rächt. So, mal schauen. Aha. Klappt denn das jetzt hier? Näht er jetzt hier durch? Jetzt ist der Faden hier oben aber nicht wirklich verbunden, habe ich das Gefühl. Ah. Eieieiei. Gut, dass das jetzt passiert. So. So, ich probiere das jetzt mal. Das Gute ist, ich habe jetzt hier so ein Stück Teststoff extra für solche Zwecke, wo ich jetzt einfach mal nähen üben kann, weil, gucken, ob das was bringt, ob die Maschine so, bevor ich jetzt an meinem Stoff immer rumbastel, habe ich jetzt hier so ein Stück Teststoff und ich probiere jetzt mal ganz langsam, ob die Maschine näht oder ob das immer noch nicht ganz in Ordnung ist. Wie blockiert sie da? Ich weiß nicht warum. Was will sie denn da? Warum will sie das nicht? Irgendwie, das fühlt sich auch total schwer an. Was soll denn das? Sehr interessant. So, jetzt läuft sie. Nee, sie blockiert immer so ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Der Faden zieht auch total fest. Also das ist. Das, so kann das nicht sein. Eieieiei. Was mache ich falsch? Das wäre natürlich gut. So. So. Ich hätte das Gefühl, dass der unten einfach vielleicht viel zu schwergängig rauskommt, der Faden. Aber das kann es ja auch nicht sein. So, nochmal probieren. Die ganzen Faden hier abmachen. Ach ja. So, das ist ja noch schlimmer wie letzte Woche mit der Elektronik, weil da wusste ich zumindest, wo ich gucken kann, wo ich suchen kann. Ja, also wenn ich hier so fühle, habe ich das Gefühl, ich fühle, dass die, also ich merke schon, dass ich beim manuellen Bewegen, dass da ein Widerstand ist. Also ich kann schon verstehen, dass die Maschine das nicht möchte. Ich kann mir nur überhaupt nicht erklären, wo der herkommt, weil ich halt nicht den Mechanismus so richtig verstehe. Wenn ich das jetzt mal in Ruhe hier mir angucke. Ich gucke mal da vorne rein, was da passiert. Vielleicht kann man ja aus technischer Sicht was sehen. Dann geht die Nadel hier durch, geht da hoch und zieht sich da entlang. Und dann geht sie hier rum. Ah, das ist ja cool gelöst. Und dann geht die hier rum. Also so sieht eigentlich alles top aus, als wenn das funktionieren sollte. Das ist ja eine richtig geile Konstruktion, wenn man sich das mal im Betrieb anguckt. Das ist ja, kann ich mal, also, wenn man jetzt hier mal schaut, das ist ja wirklich interessant. Also, da kann man jetzt hier schlecht sehen. Dann mache ich mit der anderen Kamera. Faszinierend, muss man sagen. Hilft uns jetzt zwar nicht so viel, aber trotzdem. Also, wenn ich jetzt hier mal auf die Handkamera gehe, mal jetzt hier so schaut, dann sieht man hier, dass der Mechanismus so, da habe ich mich immer gefragt, wie werden denn die beiden Sachen zusammengebracht? Und dann ist jetzt so, dass dann jetzt hier dass der obere Faden hier runter geht, dann wird der mit dem verbunden und dann wird hier einmal ganz um den ganzen, sieht man jetzt gleich so ein bisschen, jetzt hier sieht man das jetzt so, dass da der ganze Faden geht hier einmal komplett rum, wird hier auf der anderen Seite wieder, ja, das ist nämlich das Problem, wo würde der eigentlich hier hochgezogen, vermute ich mal.
So, und ist dann, hat dann ein Fahrrad, eine Schlaufe gebildet, die dann halt hier oben durchläuft. Und da scheint es irgendwie so ein bisschen zu klemmen, habe ich das Gefühl. So, irgendwie ist das nicht so richtig optimal. Tja, wir kriegen das hin. Wir haben ja alle Zeit der Welt, ich zumindest. So, deswegen mal schauen, wenn ich das jetzt hier. Es ist auch irgendwie, es fühlt sich alles so schwergängig an, als wenn der Unterfaden hier so wirklich verklemmt wäre. Ist alles merkwürdig. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Den hier reintun. Festklemmen. Jetzt ist er fest. Einmal im Kreis. Nee, das kann es nicht sein, oder? Mal gucken. Eieieiei. Und ich habe kein Alternativprogramm. So. Jetzt wäre so eine Sache hier mit so einem Alter, es gibt ja so diese Twitch-Möglichkeiten, zusammen zu twitchen, dass man, ich glaube, es gibt ja hier auch jede Menge Leute, die tatsächlich richtig nähen können, die sich dann Kostüme nähen oder sowas. Das wäre jetzt noch so ein cooler Move, wenn man jetzt hier sagen würde, okay, hier ist ein Kanal, der jetzt mir mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. So, also hier wieder in diese Spule rein. Hatte schon Sorge, ob die Spule vielleicht nicht die richtige ist, weil die habe ich ja selbst aufgerollt. Aber das kann ich mir eigentlich auch kaum vorstellen. Das sieht ja alles ganz normal aus. Am Garn wird es hoffentlich auch nicht liegen. Also irgendwie... Oder muss ich den Faden auf die andere Seite hier bringen? Ich probiere jetzt mal den Faden einfach auf die andere Seite zu bringen, was mich aber wundern würde, weil das sieht aus, als wenn es so sein müsste. So, mal schauen. Einmal rauf. Nee, da kommt der Unterfaden auch nicht mit. Oder ist er das da? Doch, da ist er. So, wir probieren es nochmal. Vielleicht bringt das ja was, wenn der von der anderen Seite kommt. Aber ich habe jetzt wenig Hoffnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Problem ist. So, also noch einmal hier festklemmen. Und mal von Hand nähen. Mal schauen. Oh, das fühlt sich sehr schwergängig an. Ich verstehe auch nicht, warum. Das reißt auch irgendwie. Ich habe das Gefühl... Fühlt sich so, als wenn von unten irgendwie das Garn nicht nachläuft. Das knatscht auch total. Also an sich, die Maschine arbeitet schon, aber es klemmt immer irgendwie. Jetzt klemmt es total, als wenn da irgendwas verknotet wäre. Sehr merkwürdig. Ich kann mir das nur so erklären, das ist alles komplett verknotet, dass der Faden irgendwie unten da total festklemmt. Hier unten, also irgendwie ist das alles nicht so, wie es sein soll, befürchte ich mal. Das ist hier unten jetzt auch alles total verknotet. Ah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Eieieiei. Dabei dachte ich einfach hier mal eben so ein bisschen nähen. Das ist hier alles komplett verknotet. Ich würde jetzt mal eine andere Spule nehmen, weil ich hatte diese Spulen nachgekauft und angeblich sind die alle ähnlich. Gucken, ob das mit einer Spule, die hier noch aus mit einer anderen Farbe, ob das besser geht. Upsa. Ob das vielleicht nur hier einen, also erstmal Ausschlussverfahren hier spielen, würde ich mal so vorschlagen. Sonst bringt das ja nichts. Also das muss jetzt hier oben rum. Das Garn wieder hier rumführen. So, wieder durch die Nadel durch. Genau, bevor ich hier fremder Leute Nähmaschinen auseinandernehmen, Badura 88, würde ich erstmal versuchen, eine Fehlbedienung auszuschließen, weil man will jetzt ja auch nichts hier im Eimer machen. Zumal sie ja schon funktioniert hat. Das muss ja an mir liegen. So, dann nehme ich jetzt mal einen anderen Unterfaden hier raus. Einen, der jetzt
schon aufgewickelt ist und vielleicht eine andere Spule. Ich weiß jetzt aber nicht, die Spulen sehen aber eigentlich alle gleich aus hier. Ich nehme aber trotzdem mal einen anderen, hier mal so einen grünen. Mal schauen, ob es daran liegen könnte. Wo ist denn mein Unterfaden jetzt hier? Da. Mal schauen. Also, sieht aber eigentlich gleich aus. Die Rolle, ist die Rolle kleiner? Nee, das ist, also, ist jetzt der verzweifelte Versuch zu schauen, ob es jetzt irgendwie besser geht, wenn ich das jetzt hier mit der anderen mache. Ich habe das Gefühl, dass das hier nicht so richtig reingeht. So, jetzt ist es drin. Oder ist das mein Fehler, dass ich das hier unten durchlaufen lasse? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil man muss hier den Faden hier durchziehen und hier vorne aus diesem Loch wieder rausziehen. Und ich habe das Gefühl, das klemmt halt. Entweder muss es hier, vielleicht muss es da auch gar nicht durch. Vielleicht ist das mein Fehler, dass ich das immer versucht habe, in dieses Loch reinzuführen, das aber eigentlich hier nur festgeklemmt sein soll. Das habe ich bis jetzt irgendwie nie anders gemacht. Vielleicht hatte ich da bisher immer nur pures Glück. Probieren wir mal. So rum. So, mal schauen, ob das was bringt. Also, nächstes Experiment. Ich versuche es jetzt nochmal hier durchzuführen. Boah, das klemmt auch schon wieder hier. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist eigentlich der einfachste Teil hier, das einzuspannen, hätte ich gedacht. So, jetzt kommt hoffentlich hier der Faden hoch. So. So. Also nochmal von Hand. Bevor die Maschine hier sich zerstört, weil ich zu schnell schon mit dem Fußpedal arbeite. Jetzt habe ich hier die ganzen losen Fäden schon rumliegen. Das ist ja noch schlimmer als beim Bohren, die ganzen Späne. Da wird man ja voll verrückt hier, wenn die ganzen Fäden hier überall rumorgeln. Da weiß man gar nicht, was schon verwendete und nicht verwendete Fäden sind. Vielleicht hakt es vielleicht oben am Mechanismus irgendwo statt unten. Naja, ich merke ja von Hand, dass es so knirscht, wenn ich das hochbewege. Und dann knirscht es so ein bisschen. Und ich merke wirklich, wie diese Fäden so aneinander reiben, dass da irgend so ein Faden eingespannt ist und dass der so richtig gegen seinen Willen irgendwo festklemmt und gezogen wird. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich versuche es jetzt nochmal. Oh, jetzt fühlt es sich, glaube ich, auch nicht runtergeklappt. Doch. Jetzt fühlt es sich besser an. Oh, vielleicht war es das. Mal gucken, ob das jetzt... Der hat auch genäht, aber jetzt unten ist schon wieder so fest zu ziehen. Ah, jetzt kommt's. Okay. Noch ein Versuch. Jetzt mal mit elektrischer Kraft. Und ich mache auch wieder diese Führung hier dran, weil sonst ist es ein bisschen... schwierig. So, jetzt mal Daumen drücken, dass die Maschine nicht wieder blockiert. So, mit meinem Testnähstiftchen hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mal von Hand hier nochmal. So, und zwar mit Maschinenkraft. Ah. Hurra! Wir hoffen, dass das kein Glücksfall war, sondern jetzt dafür steht, dass ich hoffentlich verstanden habe, was hier läuft. Oder zumindest... Ach so, jetzt muss ich natürlich den anderen Faden rein. Naja, jetzt ist natürlich die Frage, liegt es daran, dass ich es anders eingespannt habe oder dass die Rolle und der Faden besser sind? Jetzt nehme ich wieder meine Farbe, weil ich will ja hier nicht grün nähen. So, also nochmal dasselbe. In der Hoffnung, dass es jetzt sich der immense Erfolg wiederholen lässt. Reproduzieren lässt, packe ich die Farbe mal wieder weg. Ja. Tja, so begeistert wie ich am Anfang von der Maschine bin, bin ich jetzt so schon so ein bisschen wieder misstrauisch, aber mal schauen. So. So rein. Könnte sein, dass man das gar nicht unten drunter ziehen soll, dass das deswegen so genietet ist, dass sie das vielleicht nicht wollen. So, jetzt nochmal alles auf Anfang und Daumen drücken.
kommt es hoch hier, der Faden. Komm schon, Faden, kommst du hoch? Ne, die ist halt nicht gegriffen. So, jetzt ist der Unterfaden auch da. So, das sieht jetzt vertraut an, wie schnell doch so ein Jahr vergeht. So, also nochmal versuchen, einen Testnähstreifen hier und dann kann ich endlich an das richtige Ding, wenn das jetzt klappt. Also einmal schauen. Ah, das ist schön, ja. Hurra! So soll es bleiben, hoffe ich mal. So, dann kommen wir jetzt mal zum echten Leben hier. Also, hier bin ich ja wieder mit meinem Stück Stoff. Das möchte ich jetzt hier vernäht sehen. Also spanne ich das jetzt hier ein. Und was ich ja gerade schon versucht habe zu erklären ist, wenn die Maschine tut, was ich will, dann kann sie, so wie wir gerade gesehen haben, vorwärts nähen. Sie kann aber auch rückwärts nähen. Und meinem Verständnis nach macht man das dann, das Rückwärtsnähen, da wo man angefangen hat und da wo man aufhört, näht man halt ein bisschen vorwärts und ein bisschen rückwärts und dadurch ist da so viel genäht, dass das dann nicht mehr ausfranseln kann oder zumindest sehr schlecht nur noch ausfranseln kann. Das heißt, so, jetzt versuchen wir mal hier zu nähen. Ich versuche jetzt mal hier vorwärts zu nähen. Na, mal schauen. Sehr schön, jetzt ein bisschen rückwärts und wieder vorwärts. Sehr gut. Und jetzt nehme ich immer eine Nadel nach der anderen raus, um dann halt die Naht, wo die Nadel waren, entsprechend zu haben. So, muss ich mal gucken. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus für den ersten Versuch. Ich würde jetzt mal hier so ein bisschen rumverknoten, damit ich jetzt hier am Ende, weil ich jetzt hier nicht so richtig hin und her gehen konnte. Ich habe hier nämlich zu viel von dem Teddy-Stoff irgendwie über. Da muss ich dann noch was abschneiden. Ich würde jetzt sowieso noch ein, zweimal mehr vernähen, dass das alles so ein bisschen sicher ist an der Stelle dann auch. Jetzt mache ich erstmal hier hinten, obwohl ich da ja hin und her genäht habe, mache ich mal die losen Enden, verknote ich ein bisschen, damit mir das auf keinen Fall später mal aufgeht, dass es dann also sozusagen ganz sicher ist. So, wo ist es jetzt? Lose Enden. Ein bisschen. Und dann kann man die auch abschneiden, denke ich mal. Das heißt, da habe ich jetzt schon mal so die erste sinnvolle Verbindungsnaht genäht. Das ist schon mal cool. Jetzt hier ein bisschen festknoten. So. Dann können wir das auch mal zumindest schon mal umklappen und schauen, ob das dann so ein bisschen aussieht wie der Arm vom Grogu. So, auf der Seite bin ich jetzt hier genug verknotet, denke ich, dass da nichts mehr aufribbelt. Jetzt noch auf der Seite. Dann habe ich zumindest schon mal so eine Fixierung und Befestigungsnaht und die würde ich dann noch zwei, dreimal verstärkend vielleicht daneben noch umnähen, damit dann das alles auch seine richtige Stabilität hat. Also noch vielleicht daneben noch mal ein bisschen versetzt nähen. Aber wir können ja erstmal gucken, ob das ungefähr so in die Richtung geht, wie ich mir das vorstelle, dass es so in die Authentizität auch kommt. So, nehmen wir die Maschine mal ein Stück weg. So, das heißt, ich bin ja jetzt hier bei dem, wenn ich das jetzt umnähe, umkrempel, dann hätte ich jetzt hier schon so die Außenseite. Das sieht eigentlich ganz okay aus, finde ich, so für den Ärmel. Wenn ich das jetzt hier dann später zusammen mache, wäre das dann so der äußere Ärmel. Damit bin ich zufrieden. Ist jetzt nicht ganz so bauschig, wie ich es mir gedacht hätte, aber so geht der Durchmesser, wenn ich jetzt gucke. Ich muss ja jetzt rechnen, dass ich ein bisschen was wegkriege. Dann nehme ich jetzt nochmal die Klammern, um das gleich mal auszuprobieren mit dem Grogu, dass ich jetzt hier sage, ich klemme das jetzt da zusammen, wo dann auch später die Naht des Zusammennähens wäre. So. Das wäre jetzt so hier. Ja. Und Badura, ich kann ja jetzt nicht schauen, gibt es schon Abstimmungstendenzen
ob wir dieses Fiasko hier nächste Woche, ach so, nächste Woche übrigens nicht, ha, nächste Woche muss wieder ausfallen aus Gründen. Übernächste Woche wären wir wieder dabei. Ob wir übernächste Woche halt, ob wir lieber wieder nähen oder lieber Elektronik machen. Oder ob wir uns, wir können ja auch abwechseln. So, das wäre jetzt so der Ärmel, wie ich ihn jetzt so ungefähr hätte. Das ist, finde ich, ist okay, kann man sich nicht beschweren. Ich nehme mal den Grogu dazu, den wir jetzt gerade nackig gemacht haben, damit er halt auch für den Ärmel und für die ganzen Sachen bereitsteht. Da packe ich jetzt mal so den Ärmel dran, um zu sehen, ob die Hand dann so ungefähr passt vom Durchmesser. Ja, ich finde, das ist so, ist auf jeden Fall nicht so eng wie mit dem Ärmel, der an dem Spielzeug war. So, mal gucken, so von den Originalen her. Ich werde das hier unten wegrechnen. Ja, es könnte immer noch fast voluminöser sein, wenn ich das jetzt so sehe hier. Verhältnis. Aber eigentlich, na, ich glaube, mir reicht das. Ich will jetzt auch nicht so riesen Bauschärmel haben. Jetzt mal so gucke. Ich glaube, das ist okay für mich, so vom Umfang her. Ist auf jeden Fall besser als oder größer als bei dem Originalspielzeug, wenn ich das jetzt mal daneben halte und das mal hier so. Da sieht man halt schon, dass das vom Durchmesser her halt schon deutlich kleiner ist. Und ich glaube, diese Vergrößerung hier, die reicht mir eigentlich schon. Das ist dann schon okay. Dann nehmen wir den Grogu mal wieder weg und nähen jetzt noch ein bisschen Stabilität an die Stelle, die wir gerade genäht haben. Die komischen Klammern mal wieder weg. Noch einen Schluck trinken. Guten Bochumer Wasser. So, und wieder zurück zur Nähmaschine. So, jetzt brauche ich das ja mit den Nadeln nicht mehr fixieren, weil ich habe ja jetzt schon mit den Nadeln, das ist ja schon fertig. Das heißt, ich würde jetzt einfach nur noch hier nachnähen müssen. Nochmal so ein, zwei Bahnen hinterher geschoben, die ich jetzt hier so daneben, neben meine schon, ich kann es hier nochmal in die Hauptkamera zeigen, habe ich ja jetzt hier, den Streifen hier ignorieren, das ist ja mein gemalter Streifen. Und hier sehe ich jetzt ja schon die Naht, die ich habe. Und ich würde jetzt einfach gucken, dass ich hier so ein bisschen zur Kante näher noch ein bisschen stabilisiert noch eine Naht sehe und vielleicht dann daneben, und dass ich so zwei, drei Nähte da habe, dass mir das auf jeden Fall später noch hält. So, und hoffen, dass jetzt natürlich auch wieder alles glatt geht hier. Also wieder einklemmen. Vielleicht nähe ich diesmal von der anderen Seite rum. Ich kann vor allen Dingen jetzt erstmal hier das Ding ein bisschen abschneiden, das überstehende Stück von dem Teddy-Stoff. Dann habe ich da einen realistischeren Blick auf die Strecke, die ich nähen muss. So, jetzt ist das ungefähr die richtige Länge. Dann habe ich jetzt hier die Kante auch so, wie sie sein sollte. Und noch eine Bahn erstmal hier nähen jetzt. So, wir hoffen, dass das jetzt so gut klappt wie gerade. Der Faden muss noch hier drunter. So, wieder Daumen drücken. Also ich kann mich nur wiederholen, die Nähmaschine ist ein geiles Werkzeug, wenn sie funktioniert, muss ich sagen, ist schon ziemlich cool. Also ich ärgere mich, oder was heißt ärgere mich, ich bereue es, dass ich mich da nicht früher mit beschäftigt habe, weil ich ja, wie gesagt, früher auch so ein bisschen genäht habe, auch bei der Nikola Tesla Büste gerade, wie gesagt, so die Ärmel abgenäht und das alles von Hand in stundenlanger Arbeit und tatsächlich auch krumm und schief natürlich. Dann so immer, wie man das so gelernt hat, mit Stich, also mit einer Nadel und durch und dann in diesem oben und unten Muster und alles. Das ist hier wirklich zeitsparend und es wirkt auch wirklich viel, viel sauberer natürlich. Selbst wenn man das jetzt hier so hemdsärmlich und so
amateurhaft wie ich mache, ist das trotzdem immer noch besser wie das, was ich ohne Nähmaschine hinbekommen habe. Deswegen ist schon ziemlich cool, würde ich sagen, das Werkzeug. Echt empfehlenswert, gerade so, wenn man so auch so Taschen oder Jacken machen, also für einen Grogu machen will. Ich glaube, sowas wie Hemden machen oder sowas, das ist, glaube ich, nochmal eine richtig, richtig spannende Sache, wenn man wirklich was machen will. Wir haben im Bekanntenkreis eine Freundin, die näht tatsächlich ihrem Mann auch Hemden. Und das finde ich dann schon, die er dann auch im Alltag trägt. Das ist schon so, finde ich, beeindruckend, solche, dass man wirklich auch richtig nähen kann. Also nach Formen oder sich selber Formen, Schnittmuster besorgen oder machen oder dergleichen kann. Das ist schon eine beeindruckende Sache. Ich mache das ja immer alles nur erlernen, soweit wie ich es brauche, und dann reicht mir das. Bin da ja nie so in dem Anspruch, eine komplette Sache zu erlernen, sondern bin da eher praxisgetrieben. So, aber nähen ist echt nicht schlecht. So, noch eine zweite Naht da drum, denke ich mal. Dann sollte das fest genug sein, um den Ärmel dann auch später nicht auseinanderfallen zu sehen. So, meinen Ärmel mal, meine Hand mal hier wegmachen. So, hoffentlich geht die auch noch. Jawohl. So, das sollte reichen an dieser Stelle. Jetzt kann ich hier noch so ein bisschen knoten, dass das auch fertig ist. Und dann sollte diese Naht, glaube ich, also unsere erste Naht für heute, sollte dann, sieht aus, als wenn sie finalisiert gut aussieht, finde ich. So, ein paar Knoten noch am Ende, damit ich das auch abschneiden kann, damit mir das nicht irgendwann ausfranselt. Wobei ich ja die Naht auch nochmal über Kreuz dann vernähen muss, wenn ich den Ärmel schließe, also wenn er zu einem richtigen Kreis wird. Und dann schauen wir mal. Ja, Badura schreibt, hurra, ja, du hast ja jetzt auch nur den, mehr oder weniger den Erfolg mitgekriegt. Den mühseligen Weg dahin hast du ja gar nicht mitkriegen müssen. Ja, nein, aber das ist doch schön. Ich glaube tatsächlich, dass ich den Fehler gemacht habe, bei diesem Einspannen den Faden bewusst zu tief in diese, ich dachte, der muss halt in dieses Loch dann am Ende rein, damit er da durchguckt. Das war immer schwer, da reinzuziehen und immer irgendwie da links. Und ich befürchte halt, dass es auch gar nicht so gedacht ist, dass gar nicht die Anforderung ist, den Faden da in dieses endgültige Loch reinzuspannen, sondern dass er wirklich vorher hängen bleiben muss. Und dass das wirklich mein Problem war. Mal schauen. Oder es war einfach jetzt pures Glück und am nächsten Mal klappt es wieder nicht. Das ist ja wie beim Reiben der Münze am Automaten. Man denkt irgendwie, jetzt die Münze ist nicht in den Automaten gefallen und man reibt es im Automaten und beim nächsten Mal geht es besser und man fühlt sich dadurch bestätigt, dass es dann beim zweiten Mal klappt. Dabei hat sich ja nichts verändert. Wäre ja ein bisschen merkwürdig, wenn Münzen sich verändern würden, weil man sie im Automaten gerieben hätte. Sondern man hat einfach wieder die nächste Chance. Wenn der Automat, weiß ich nicht, 50-50 Chance hat, dass er die Münze annimmt. Und dann habe ich beim zweiten Mal die zweite 50-50 Chance gehabt. Und so hoffe ich jetzt, dass ich jetzt hier zumindest jetzt nicht das Problem habe, dass ich jetzt nur Glück hatte, sondern dass ich es jetzt durchschaut habe. So, das wäre jetzt der Ärmel. Jetzt kommt die spannende Frage. Näht man jetzt hier den Ärmel von unten zusammen? Ich kann ja mal meine Referenzteil hier nehmen. Also, das ist ja jetzt der Teil, den wir jetzt hier haben. Und ich muss den ja jetzt hier irgendwann zusammennähen. Aber hier ist es ja auch zusammengenäht. Das heißt, meine Vermutung wäre, dass dadurch, dass das ja auch getrennt ist, dass man das unten noch gar nicht zusammennäht, sondern dass man es jetzt erstmal in Zusammenhang mit dem Stück Stoff der Jacke jetzt mehr oder weniger eigentlich jetzt hier erstmal an die Jacke näht und dann
von hier durchgehend dann vernäht. Das wäre so meine Vermutung. Ich kann mal gucken, ob ich hier irgendwie rauskriege, in welcher Reihenfolge das vernäht wurde. Ah, ist schwer zu sagen. Da bräuchte man jetzt einen Fachmann, mal eine Fachfrau. Das wäre... Na gut, was ich aber sehe, ist, dass wir hier erstmal hier oben noch diesen Dekostreifen drauf machen müssen, weil den kriege ich ja später nicht drauf. Und der ist ja hier auch drunter genäht. Das heißt, egal was ich mache, ich muss diesen Dekostreifen vorher drauf. Ach, ich bin auch irgendwie. Nein, ich sehe. Schon einen Fehler gemacht. Der Dekostreifen hätte hier mit eingenäht werden müssen. Das ist ja toll. Der ist ja hier mit, den hätte ich vorher auf den Leinenstoff machen müssen. Sonst guckt er jetzt hier oben drüber. Das ist die Frage, ob das schlimm ist. Wahrscheinlich ist das nicht gut, weil dann endet der ja hier. Tja. Tja, 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 tja. Bin geneigt, das nicht gut zu finden. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt hier... Ja, mal gucken. So, das heißt, ich hätte jetzt hier den... Tja, was meint ihr denn? Ich guck mir mal die Originale an, ob man das hier sieht. Aber ich befürchte, dadurch, dass das da ja auch umgeklappt ist, hatten wir ja gerade gesehen, dass das auf jeden Fall so sein muss. Ja, das endet da drunter. Das war schon ein Fehler. Tja, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, ich habe jetzt hier sozusagen diesen Prototyparm, den würde ich jetzt mal zunähen, um mal zu sehen, wie es ist, weil dann habe ich den, sag mal, wenn ich da jetzt noch mehr Fehler mache, dann lieber jetzt. Das heißt, ich würde jetzt mal gucken, dass ich den jetzt hier so als Prototyp mal komplett zunähe, dass ich jetzt auch schon mal ein Schnittmuster mache für diese Kante hier oben drauf. Das heißt, wir machen den jetzt mal zu Ende. Aber erstmal, und der wird dann aber definitiv nicht in den fertigen Grogu schaffen. Vor allen Dingen sehe ich jetzt auch gerade, von der Dicke her könnte man auch ein bisschen länger machen. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz hier im Vergleich. Ich habe so das Gefühl, dass hier die Ärmel auch ein Stück länger oder nicht länger. Wir nähen ihn jetzt erstmal zu, weil dann habe ich was zum Ausprobieren, bevor ich jetzt noch mehr Mühe mir mache und es dann am Ende nicht gut aussieht. Machen wir jetzt einfach mal hier mit dem Prototyp weiter. Das heißt, ich nähe jetzt hier einfach auch mal die Kante drauf, die hier, diese Schmuckkante. Und da lasse ich mich auch mal jetzt nochmal von den Originalfiguren hier inspirieren, dass man irgendwie erkennen kann, wie die aussieht. Ja, hier kann man es nicht erkennen. Hier kann man es erkennen, da würde ich auch sagen, ist so daumenbreit. Hier kann man auch nichts erkennen. Na, ist schwer zu erkennen. Ich könnte noch mal in das YouTube-Video von vorhin gucken. Das ist zwar nicht authentisch, das ist zwar nicht original, aber es ist zumindest ein lizenziertes Produkt. Deswegen könnte ich jetzt mal gucken. Ich starte das noch mal, das YouTube-Video, und zeige euch dann noch mal den Bildschirm, auf dem es lief. Oh, super mit Werbung. Erstmal noch mal weg. Das heißt, da waren ja vorhin zwei Figuren, ich glaube eine von Sideshow oder wo auch immer, also zwei lebensgroße Grogu-Figuren, die dann auch ordentlich Optik hatten. Und zweite Werbung, Sponsor 2 von 2. So, jetzt kann ich es überspringen und dann könnt ihr auch sehen, was hier kommt. So, das hatten wir ja vorhin schon. Und da kann ich jetzt mal gucken bei diesen beiden offiziell zu kaufenden Figuren, wie breit da die Armkrempe ist. Und das ist so, ich würde sagen, so daumendick irgendwie, so dieser Streifen, der da drauf ist. Genau, würde ich sagen. Und das ist auch so, ist gar nicht so viel dicker. Zumindest bei diesen, das sind ja die offiziellen Produkte. Das heißt, ich würde mal vermuten, dass die schon nah an der offiziellen Optik oder an der reellen Optik dran sind. Na gut, dann würde ich sagen, Daumen dick, muss ich wieder ein Schnittmuster malen. Da sind ja meine bisherigen Schnittmuster, die fliegen jetzt hier auch schon rum, da sind sie. Und was hatte ich gesagt, so Daumen dick, wahrscheinlich so, wenn ich nochmal so gucke, ungefähr so dick wie das hier auch. Das heißt, ich habe jetzt hier so geplant, so 2,5 cm, das sind sie auch. Also würde ich hier nochmal 2,5 cm machen, plus natürlich die Umnähkante, die brauche ich ja dann. Also ich habe hier 2,5 cm. Ach so, ihr seht mich gar nicht so. Ihr seht gar nicht den Tisch. So.
Da sind wir dann. Haben wir dann jetzt hier die Kante. So, und ein bisschen umnähen brauche ich auch mal. Dann nehme ich mal jetzt hier von meinem, guck mal, wie lang das sein soll. Die müsste dann ja hier so lang sein wie der Stoff. Ich kann ich ja von meinem Schnittmuster nehmen. Das muss ja später hier genau auf das Schnittmuster drauf passen. Das heißt, die Länge wäre jetzt auch diese hier. Vielleicht ein Stück noch länger Buffer. Also so vielleicht. Das kann ich dann schon mal abschneiden. Einmal grob. Und jetzt mache ich mir auf beiden Seiten noch ein bisschen Buffer dran. Hier schön so, dass ich das auch schön umnähen kann. So. Dann ist das für mein Ärmel das Schnittmuster. Schreibe ich mal drauf, Ärmel Top. Und das ist nicht die richtige Linie, sondern das ist jeweils diese Kante hier. Das heißt, das ist einmal, ich habe ja 2,5 cm in der Mitte. Das heißt, ich habe immer eine von den Streifen hier auf meiner Unterlage. Einmal und hier unten auch einen. So. Tja, da sieht man wieder, was man dann übersieht, wenn man schon so weit ist. Hätte man vorher festnehmen müssen. Aber manchmal gewinnt man, manchmal lernt man. So, ich könnte die Sachen hier irgendwie mir markieren, habe aber, glaube ich, einen Markiermarker da, dass ich mir das mal markiere, was die Bereiche sind, die hier später Falzkanten sind und die weggeschnitten werden sollen, damit ich das auch jederzeit später weiß. So. Dann weiß ich jetzt hier, was das Gekritzel auch einigermaßen bedeuten soll, damit ich dann später beim Übertragen der Zeichnung nicht durcheinander komme. Aber ich bin überrascht, dass das zumindest jetzt hier vom Ergebnis her gar nicht so schlimm aussieht. Also ich glaube, das könnte man also fürs... Also ich glaube, das wird was. So, das sind die Ärmel unten. Und jetzt kommt die Schnittkante. Wo ist mein Stoff? Da ist er. Wo habe ich was ausgeschnitten, dass ich da auch weitermachen kann? Hä, wo ist denn das Loch, wo ich es rausgeschnitten habe? Da ist die Stelle. So. Kann ich daneben jetzt hier auch wieder mir diesen Streifen rausschneiden hier. Wahrscheinlich könnte man jetzt auch direkt mit dem Cutter hier schneiden. Ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, das hier direkt zu machen. Mit dem anderen Cutter, aber dann, ich glaube, ich mache es ja mit der Schere. Dann verzieht sich das alles sonst wieder. Ist, glaube ich, nicht so ratsam, das zu tun. Ich zeichne das einfach mal wieder ein. Das muss reichen, würde ich sagen. So, und hier jetzt auch. So. Dann wieder den Stoff rausschneiden. So. So. Ups, da ist mein Ärmelprototyp runtergefallen. So. Also. Da will ich ja jetzt hier das umnähen. Das heißt, ich kann hier wieder mal eine Falzkante reinmachen und dann das einfach nochmal einzeichnen und übertragen, dass ich weiß, wo meine Falzkante. Aber das ist ja auch doof, weil dann sehe ich das ja. Das ist ja die Seite, die ich da nicht sehe. Das heißt, einzeichnen bringt gar nichts, weil ich es ja in die andere Richtung klappen muss und ich will ja nicht, dass man die Linien später sieht. Aber trotzdem sieht man dann ungefähr, das wäre mein.
Ich zeichne mir das trotzdem mal ein, dass ich hier weiß, an welcher Stelle ich, wie breit es genau sein soll. So. So, und da kann ich jetzt wieder mit den Nadeln dran gehen. Wo ist das Nadelkissen? Hier. Und dann schauen, dass ich das dann als Rahmen, als breiten Streifen hier noch drauf mache. Der wird dann natürlich dann hier rumschwabbern, weil ich den natürlich jetzt, wie wir gerade ja festgestellt haben, nicht rechtzeitig eingenäht habe. Aber so ist das halt. Und ich muss mal hier das Video wieder ausmachen. Jetzt orgelt er hier die ganze Zeit rum. So, mal schauen, dass ich die Falzkante hier ungefähr, die Nahtkante, keine Ahnung, wie man das nennt, hier einigermaßen gerade hinbekomme. So, ich glaube, man kann das dann hier auch vielleicht mit den Klemmen ganz schön an der Kante festklemmen, dass ich ungefähr weiß, wo die Naht ist. So, das wäre doch was. Das und hier am Ende auch einmal. So, und dann mit den Nadeln offiziell fixieren. Wie weit ist denn dann so der Rand? Das Problem ist, jetzt muss ich natürlich hier wirklich sauber oder zumindest mit ungefähr einer geraden Linie arbeiten bei der Naht, weil die Naht ist ja dann die erste Naht, die man jetzt auch sieht. Die Naht gerade, die ich jetzt hier gemacht habe, die ist ja unsichtbar. Die wird ja durch das Umstülpen, wird die ja verborgen. Das heißt, da sieht man sie nicht. Andererseits habe ich jetzt ja auch Farbe für den Garn, fürs Garn, was doch sehr, sehr ähnlich ist dem der Farbe des Stoffes, also so richtig so fiaskomäßig wird es nicht, aber es wäre ja schön, wenn es einigermaßen funktionieren würde. So, das heißt, ich möchte jetzt hier an dieser Kante entlang eine neue Naht ziehen. Schauen wir mal, ob das klappt. So, und zwar möglichst immer im geraden Abstand. Ach so, Moment mal. Wenn ich das dann nachher noch festnähe an der Jacke, dann habe ich ja zwei Nähte. Eigentlich, das ist ja aber doof. Das heißt, ich muss das im Endeffekt jetzt gar nicht hier festklemmen, sondern ich muss mir das direkt auf den Stoff draufklemmen, um es dann festzunähen. Ha, das ist auch nochmal so viel Logik hier. Mann. Das ist ja wirklich wie so ein Puzzle, wo man die richtige Reihenfolge machen muss, sonst ist das ganze Puzzle hinfällig. Tja, nur Erfahrung sammeln heute. Okay, gut, wie macht man das denn jetzt am besten? Das heißt, ich nehme jetzt hier ungefähr die Mitte und fixiere das jetzt hier mit den Nadeln auf dem... Ich schneide das jetzt hier mal sauber ab, damit das nicht ganz so schlimm aussieht. Ich könnte das natürlich hier auch noch mal umnähen, dann würde das hier besser aussehen. Dann sähe es jetzt nicht ganz so schlimm aus, selbst für einen Prototyp nicht. Das könnte ich noch mal machen, dass ich jetzt hier die Kante, die eigentlich ja hier drunter sollte, zumindest jetzt hier noch mal so ein bisschen umnähe, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Damit der Prototyp vielleicht auch vorzeigbar ist. Vielleicht kann man ja auf einem Maker-Ferien auch daneben legen oder so, dass dann kommen ja auch immer die Fragen, wie das alles von innen aussieht oder wie es entstanden ist, dann könnte man das vielleicht auch mal so ein bisschen als Making-of zeigen. Dann ist der Ärmel vielleicht gar nicht ganz unnütz. Die ganzen Silikonabgüsse, die ich da bei meinem langen, steinigen Lehrweg gemacht habe, die habe ich ja auch aufgehoben, damit man die halt auch mal anfummeln kann, wenn man sich dafür interessiert. So, ich mache jetzt einfach hier einmal das Ende schon mal so ein bisschen auch genäht, dass es sauber aussieht. So, einmal durchnähen. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. So. Komm schon, Maschine, enttäusch mich nicht. So. Ja, scheint zu klappen. So, dann habe ich hier auch eine halbwegs schöne Kante, die am Ende jetzt hier ist, damit ich da nicht nur die Franseln sehe. Vielleicht kann das auch so bleiben, dann bleibt das gar nicht der Prototyp. Nein, das soll jetzt ordentlich werden, das machen wir schon ordentlich. So, das heißt, ich habe jetzt hier eine saubere Kante, die nicht so ausgefranselt ist. Und jetzt mache ich die mir hier, wie gerade schon, mittig drauf. Versuche mal rauszufinden, ob das klappt. So,
Also ich würde jetzt beide Male von unten nach oben nähen. Das wird nichts. Also ja, es wird was, aber nein, das wird nicht der Anspruch, den ich hier hätte. Sonst brauche ich mir das ja auch nicht selber zu nähen. Da kann ich auch weiter das Spielzeug nehmen. Das heißt, also die Spielzeugjacke. Ich werde den Ärmel auf jeden Fall nochmal neu machen mit dann hoffentlich richtiger Nähreihenfolge. Tja, gehört Mantelnähen ist auch das, ist auch durchaus insgesamt was Anspruchsvolles, so auch in der Welt, wenn man richtige Mäntel näht, ist wahrscheinlich auch schwierig. Und wir sind ja noch lange nicht so weit. Das heißt, den richtigen Mantel und das Fallen, das kann ja durchaus ein bisschen bollerig sein, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Aber mal schauen. So. Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal die eine Seite nähen, also die eine Richtung, und dann klappe ich das auf der anderen Seite um und nähe dann auch die andere Seite und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Das wäre jetzt so die Naht, wie ich es jetzt festnähen will. Dann nochmal auf los. Faden. Eieieiei. Der erste sichtbare Faden, die erste sichtbare Naht. Das Gute ist, dass der Grogo ja insgesamt hier, wenn man sich die Fotos anguckt, dass es ja eher so ein Lumpen ist, der schon zerrissen ist. Also das kann ich auf jeden Fall erzeugen, irgendwie, dass es nicht korrekt aussieht. Ich muss ja jetzt hier kein Abendkleid nähen oder so. So, das sieht doch fein aus. Da haben wir jetzt hier die erste Seite festgenäht. Dann würde ich jetzt hier die zweite noch genauso umklappen und mit den Nadeln wieder fixieren. Jupp, das sollte klappen. Hier schön diesem Nadelkissen. So, aufpassen, irgendwie ziehe ich nur jede zweite Nadel, stecke ich jede zweite Nadel, die ich irgendwie abziehe, wieder in dieses Nadelkissen und dann fliegen die hier rum, was gar nicht so ungefährlich ist, vermute ich mal. Sonst hat man die ja auch irgendwie überall dann später mit drin, in Händen und Füßen. Ich bin ja schon froh, dass ich mir der Maschine hier nicht in die Finger nähe, das ist ja schon mal viel wert, der Nähmaschine. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Da müsste man ja dann doch, ich glaube, die geht sehr weit hoch hier. Ich glaube, wenn man da wirklich richtig ungeschickt ist, dann schafft man es wahrscheinlich, dass einem die Nähmaschine durch den Fingernagel näht oder irgendwie sowas. Würde mich jetzt zumindest nicht wundern, wenn die richtig Gas gibt. Das ist ja hier, ich fahre ja hier ganz vorsichtig auf einer unglaublich langsamen Geschwindigkeit. Die Maschine kann ja hier, also ich trete das Pedal irgendwie hier so auf verkehrsberuhigten Bereich durch und die kann ja auch noch Autobahn. Also das macht man, glaube ich, dann, wenn man so richtig weiß, wie es läuft und dann Meter um Meter gewinnen will, so Gardinen oder was oder richtig Hemden. Ich glaube, das, was ich hier mache, ist echt so Kinderkacke. So, dann mal noch die zweite Naht hier ran. Der Abstand in ungefähr gleich. Oh, das ist, ich sehe, die andere Naht ist krumm und schief, sehe ich hier gerade. Und das wird garantiert nicht besser beim nächsten Mal. Das werde ich bestimmt nicht erlernen. Aber gut, der Grogo hat, wie gesagt, das ist ja hinter so einer Art Jute-Sack zu sein. So. So. So, also grundsätzlich bin ich damit eigentlich recht zufrieden mit dem Ergebnis, würde ich mal so sagen. Also ich habe hier jetzt
die Naht, also diesen Streifen oben drauf gekriegt. Das ist jetzt ein bisschen, also so mittelkrumm und schief, keine Ahnung, ist aber in Ordnung. Das ist natürlich jetzt hier das die Kacke, weil das sollte hier eigentlich drunter sein. Das habe ich jetzt tatsächlich, haben wir ja gerade, ist ja falsch rum. Aber unterm Strich würde ich sagen, ist das jetzt schon eine funktionstüchtige Hervorgehensweise, würde ich mal so sagen. Ich schneide mal die ganzen losen Fäden hier hinten ab. So, also das finde ich schon okay. Jetzt würde ich hier tatsächlich nochmal testweise den Arm schließen. Natürlich jetzt von innen nähen, also ich muss ihn dann später umkrempeln, um dann halt einmal so zu sehen, wie er sich anfühlt. Dann kann ich ihn auch an den GroGro dran halten, dann kann ich sehen, ob das schön ist, so ein bisschen rumspielen. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass es okay ist, dann kann ich ja dann die richtigen Ärmel dann im nächsten Schritt nähen. Ich muss ja eh einen zweiten noch machen. So, das heißt, ich würde die jetzt, ich hoffe, dass die Maschine das mag, wenn sie jetzt so dick hier nähen muss. Und mal schauen. Also die Idee ist jetzt hier noch, hier zu verbinden, dann muss ich das dann umkrempeln und dann sollte das eigentlich dann ungefähr so aussehen später, also nach innen gefalten. Das gucken wir mal, wie das so funktioniert. So, mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie rum man besser näht, ob man eher so näht. Wahrscheinlich schon, ne? Weil das kann ja auch langer Stoff sein, dass man also nach links raus den langen Teil des Stoffes hat und nach rechts ja dann nur die Nahtüberstehung hat. Weil wenn ich jetzt eine Tischdecke nähen würde, dann würde ich ja rechts auch nicht den ganzen langen Teil der Tischdecke haben, sondern eher nur die kleine Nahtüberstand, die ich jetzt hier auch habe, den Überstand. So. Gibt es schon Beteiligung bei der Umfrage, liebe Badura? Wir haben ja heute gar nicht so viele Zuschauer, das heißt, die Umfrageergebnisse werden ja auch nicht immens umfangreich sein. So, das heißt, da kommt jetzt die Umklappnaht rein. Schauen wir mal. Also, hier jetzt eingespannt. Ich gucke mal, dass es ein bisschen von oben kommt. Augenblick. So, so kann man es, glaube ich, besser sehen. Das heißt, ja, die Hand ist irgendwie störend. So, Moment. So. So sollte es besser sein. Das heißt, ich habe jetzt hier die Naht, die soll jetzt hier wieder in diesen Teddystoff rein und beginnen. Deswegen spanne ich den jetzt hier mal ein. Und dann schaue ich mal, wie weit ich da komme. Da liegt schon wieder eine Nadel rum, die ich nicht ins Kissen gesteckt habe. Sieht bisher nach Elektronik aus. Haha, ja. Wundert mich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Es ist ja jetzt hier tatsächlich so. Mal schauen. Wir gucken mal. So. Aber gehört halt auch dazu. Jetzt geht er irgendwie gar nicht voran. Jetzt bewegt er sich gar nicht mehr vorwärts, weil der Stoff wahrscheinlich nicht genug Grip hat hier für seinen Vortriebsmechanismus. Ist aber jetzt schon ein bisschen was reingenäht. Ah, so. Vielleicht nähe ich besser von der anderen Seite doch. Dann muss ich die Nadel nur noch mal umstecken, dass ich dann irgendwie das Durchziehen von der anderen Seite mache. Ach so, ich sehe auch gerade, so ist richtig rum. Eigentlich ist alles gut. Tja, irgendwie. So, nochmal schauen hier. Jetzt habe ich das schon vernäht, aber eigentlich nur ein Stückchen. Das muss ich irgendwie wieder auseinanderkriegen. Da ist die Naht. Ja, der Faden. So. Wieder alles. Ich habe so das Gefühl, dass die Maschine hier nicht genug, dass sie den Teddystoff nicht so gerne durchziehen mag, weil der nicht so richtig Angriffsfläche liefert, offenbar zum Nähen. Das ist ein bisschen schade. Oder ich mache wieder irgendwas falsch, weil es da spezielle Vorrichtung. Vielleicht kann man hier auch das Einklemmen auch mehr einstellen, aber es sieht schon so aus, als wenn das Einklemmen schon immer den gleichen Aspekt hätte. Ich frage mich, was man macht, wenn man einen richtig dicken Stoff hat, ob man das hier noch einstellen kann, aber tja, man weiß es nicht. So, dann nähe ich jetzt mal von der anderen Seite raus und guck mal, ob das klappt.
dass ich jetzt zum Teddystoff hinnähe, ob das besser klappt. Das ist ja zumindest eine Idee, hätte ich jetzt mal so gedacht. So. Dann jetzt hier die Naht skizzieren mit den Nadeln. Einmal. Zweimal. Theoretisch wirkt das immer alles so. Im Kopf ist immer alles so einfach. Man denkt sich, ja, ich muss ja nur diese drei Teile ausschneiden und dann vernähe ich die einfach an den Kanten. Und was man irgendwie komplett übersieht, ist A, dass man hier diese logischen Fehler hat und B, dass das alles doch eher aufwendiger ist. Ich dachte, das wäre nur bei der Programmierung so. Aber na gut, scheint auch hier bei all den Gewerken jetzt hier, auch den handwerklichen so zu sein. So. Jetzt nochmal probieren, ob es jetzt besser näht, das Maschinchen. Ja, das sieht gut aus. Nochmal rückwärts festnähen. So, machen wir nochmal hier die richtige Kamera. So. Die Maschine ein bisschen näher holen. So. Kann natürlich sein, dass dieser Teddystoff da gar nicht durch will, weil der auch zu dick ist. Mal gucken, wie ich das da hinkriege. Der ist jetzt, kommt ja ein richtig dicker Klumpen jetzt hier an, was man da machen kann. So, ich mache mal hier nochmal die Nadel rein. So, mal schauen. Dass die Maschine das überhaupt mag, so dicken Stoff. Vielleicht muss ich den mal richtig hier reinpressen. Mal schauen, nicht, dass die gleich wieder deshalb blockiert. Oh, das sieht schon eng aus. Upsassa. Oh, scheiße. Ja, das war wohl nichts. Da ist mir tatsächlich die Nadel der Maschine abgebrochen. Das ist nicht schön. Das wird meine Frau auch nicht erfreuen. Da müssen wir nämlich eine neue Nadel einspannen. Ich würde sagen, das war dann wahrscheinlich für heute dann das passende Ende, sage ich jetzt mal so. Das ist echt, tja, nicht viel, aber nicht verletzt. Nein, nein, ich bin nicht verletzt, aber es ist trotzdem ärgerlich. So eine Nadel wird ja jetzt auch nicht so billig sein. Das heißt, ich habe echt das Problem, dass ich mir die Frage stellen muss, wie man das hier näht. Ich würde mal wahrscheinlich vermuten, dass man das dann doch von Hand näht, dass man hier wirklich dann so besser von Hand drumherum näht. Also zumindest ich würde das wahrscheinlich machen, bevor ich hier die Maschine und den, weil das ist ja schon hier relativ dick. Und ich habe keine Ahnung, ich würde mich mal morgen beraten lassen. Vielleicht gibt es ja Hintergrundinformationen, die ich dann irgendwie abgreifen kann, wie man das machen kann, weil das ist ja schon relativ dicker Stoff hier, wenn ich mir das so angucke, so von der Dicke her. Ich weiß nicht, ob die Maschine das anders erlernen muss. Auf jeden Fall ist jetzt die Maschine, zumindest erstmal die Nadel kaputt. Das muss ich mal. Aber morgen ist ja Werktag. Im Notfall kaufe ich eine neue Nadel. Dann ist da kein Schaden hinterblieben, hoffe ich dann mal. Tja, heute wieder nicht sehr erfolgsverwöhnt. Wir können trotzdem noch mal eben gucken hier, bevor ich jetzt irgendwie das von Hand nähe, können wir noch mal schauen, wie es denn ausgesehen hätte grob. Also wenn ich jetzt den Ärmel umkrempel, ich könnte es ja noch eben von Hand nähen, dann ist es zumindest erledigt. Dann mache ich das noch mal eben, weil sonst ist ja jetzt irgendwie auch doof. Dann kommen wir ja gar nicht zum... Ach, das ist ja super. Das ist die Kiste mit den Schrauben. Wo ist denn meine Kiste? Mit den Schraubenziehern. Wo ist meine Kiste mit den Nähdingern? Da. Alles in den gleichen kleinen Plastikkistchen. So. Nehmen wir jetzt hier irgendein Garn. Das sieht man ja eh nicht. Was ich jetzt hier verwenden kann, um noch das von Hand zu nehmen. Jetzt mache ich es einmal, wie ich es kenne. Also sozusagen aus der... den guten alten Zeiten der letzten Jahre, als ich noch keine Nähmaschine benutzen konnte. Da sieht man mal wieder, wie der englische Spruch aus dem Mickey Mouse: A fool with a tool is still a fool. Oder die sehr gute Übersetzung in der deutschen Mickey Mouse: In des Tumben Toren Hand ist das beste Werkzeug Tand. Jawohl. Sieht man mal wieder. So, dann nähe ich mal ein bisschen von Hand. Boah, es ist auch, man merkt auch schon, dass das tatsächlich ein bisschen schwergängiger ist. Und dass das jetzt gar nicht so
gut ist wahrscheinlich für die Maschine. Ich weiß auch gar nicht, es gibt ja auch Nähmaschinen, die für Dickeres, also für Leder oder für Schuhe oder sowas gedacht sind. Ich habe keine Ahnung, ob eine normale Nähmaschine auch sowas hier nähen kann. Wahrscheinlich schon, also würde mich jetzt wundern. Aber wahrscheinlich muss man da irgendwas beachten. Also das ist jetzt so das Nähen, wie ich es klassisch kenne, wie ich es die letzten Jahrzehnte immer gemacht habe, wenn ich mal was nähen musste. Das ist vielleicht ratsam. Mal schauen. Ich werde das spätestens morgen mal herausfinden oder vielleicht auch mal ins Nähmaschinengeschäft gehen. Aber ich kann auch mal meine Frau fragen, wobei ich gar nicht glaube, dass die so dicken Stoff schon mal genäht hat. Die, also so mitteldicken, die hat auch mal so Buchhüllen genäht, da war dann auch so ein bisschen Polsterstoff und sowas drin. Ich weiß halt nicht, ob das hier schon in diese Richtung geht. Vielleicht hat sie aber auch, sagt sie auch direkt, yo, da musst du dies und jenes beachten. Das werde ich direkt mal morgen herausfinden. Wie ich übrigens schon gesagt habe, nächste Woche ist wieder keine Sendung. Das heißt, wir überspringen einen Freitag. Nur, dass ihr Bescheid wisst, können wir auf Discord dann auch nochmal erwähnen. Ich werde es auch hier in der, bei Twitch in diesem Terminplaner, den es hier gibt, werde ich das auch nochmal entsprechend auch rausnehmen. Da kann man, glaube ich, nur einstellen, dass da irgendwie, ach, steht schon. Okay, sehr schön. Ich glaube, bei Twitch kann man irgendwie, ich habe ja so einen Serientermin, dass es eigentlich jeden Freitag ist. Und das kann man irgendwie einzeln, also zumindest habe ich es nicht rausgefunden, nicht zurücknehmen. Aber man kann irgendwie dann anklicken, dass Urlaub ist, obwohl das natürlich, also nur das Thema Urlaub, auch wenn es kein Urlaub ist, sondern wenn es irgendwelche anderen Verhinderungen sind. Aber egal, das werde ich erstmal alles links. Ja, Badura88 schreibt, bei Discord steht es schon. Sehr schön. Vielen Dank dafür. So, mal gucken, dass ich hier noch so ein bisschen nähe. Ist jetzt auch gar nicht verkehrt, so das gewohnte Nähen hier zu machen. Das geht an der Stelle jetzt auch, jetzt so langsam jetzt nicht, würde ich sagen. Und das ist jetzt auch in Ordnung. Bei den langen Nähten hier auf dem Stoff ist es natürlich geil mit der Maschine, da würde ich das nie so hinbekommen. Aber jetzt hier bei dieser verdeckten Naht durch den dicken Stoff, damit kann ich, glaube ich, leben, dass das jetzt noch eben von Hand geht. So. Dann mal schauen, was das morgen so an Erkenntnissen gibt. Mal schauen, mal schauen. Das sieht alles ein bisschen unsauber aus, aber fertig. So, noch ein bisschen Knoten machen. So, dann können wir zumindest das Ergebnis einmal beurteilen. Das heißt, das wäre jetzt hier so, das krempel ich jetzt hier um. Und dann wäre das so der endgültige Ärmel, wie er dann aussehen sollte. Wie gesagt, bis auf dieses kleine Problemchen, dass das hier nicht runtergenäht ist. Und dass das hier oben, gut, das hier oben ist ja über, soll ja, kann ja ruhig überstehen. Das wird ja später in den Arm reingenäht. Und jetzt können wir mal schauen hier beim Grogu, ob er sich damit wohlfühlen würde, mit so einer Armlänge. Wenn ich ihm den jetzt hier so drüber gebe und dann mal so von der Seite gucke. Ja, ich finde, das ist okay. Ich mache mal hier die große Kamera. Halt das mal so dran. Das würde ja später hier oben so am Ärmel festgemacht werden. Das sähe ja dann ja ungefähr so aus. Ich drehe es mal sofort so. Ja, wenn ich den Arm runter mache, wäre das ja eher dann so. Ein bisschen gebauscht wäre es ja dann noch hoffentlich, dass der Arm ein bisschen breiter wäre. So wäre das dann von der Form her, wenn ich das jetzt so machen würde. Den Arm mal nach vorne ein bisschen. So, ich komme mal kurz zur Kamera ein bisschen näher. So wäre das dann. Ich finde, das geht. Wenn jetzt hier noch ein bisschen mehr dann gebufft wird, wäre Länge und dergleichen ein bisschen. Es soll ein bisschen höher werden später noch. Das heißt, ich würde ja hier gucken, dass ich hier ein bisschen, dass ich den Kragen so ein bisschen höher mache. Dann mache ich ihm vielleicht auch noch so ein Innenärmelchen. Der hat ja auch noch so ein Ärmelchen drumherum. Dann wird es auch noch ein bisschen polsterigerer. Aber ich glaube, damit als Schnittmuster kann ich, glaube ich, leben. Zumindest besser als das, was hier bei der Spielzeugfigur dabei ist, weil da ist es ja deutlich
da ist es ja deutlich enger vom Rahmen, vom Kragen, wie nennt sich das, vom Ärmelkragen her, wenn ich das jetzt hier nochmal falsche Kamera daneben halte, hat sich ja schon was getan vom Durchmesser her. Also, oh, hier sieht man leider dann auch die Farbe, deswegen, also da sieht man jetzt schon, dass ich mit der falschen Farbe gearbeitet habe, ist also doch keine so versteckte Naht, aber beim nicht mehr Prototypen wird das dann wahrscheinlich auch ordentlich werden. So, das wäre dann der Ärmel, ist ein bisschen heller als von dem Spielzeug, aber das ist in Ordnung, finde ich. Man kann ja auch später noch ein bisschen Schmutz ranbringen. Das war ja vorhin auch ein Vorschlag, das noch ein bisschen schmutzig zu machen, weil der Original Grogu ja auch, der hat ja auch Schmutz und da sind ja auch die Stoffkanten unten ausgefranst. Das ist ja auch so ein bisschen sehr, geweathert alles, so wie man, ich kenne das nur von 3D-Modellen oder wenn man irgendwie irgendwas aus Metall, aus Plastik, also wenn man etwas aus Plastik herstellt, das aussehen soll wie Metall, dann nimmt man ja schwarze Farbe, reibt die in die Fugen oder in die Risse, wenn es altes Metall sein soll, dann hat das ja auch so Kanten und Kerben und in die reibt man dann schwarze Farbe rein oder eigentlich malt man das ganze Objekt schwarz an. Und wenn die Farbe so halb getrocknet ist, oder noch niemals, also wenn sie so ein bisschen schon drin ist, dann reibt man es an der Oberfläche so grob ab und dann bleibt es halt in den dreckigen oder in den Vertiefungen bleibt es so drin und sieht dann aus, als wenn es so dreckig wäre. Beziehungsweise man kann dann den Vertiefungen eine Farbe geben, wie man sich die wünscht, indem man das dann halt da einfach reinreibt. Und das nennt man, glaube ich, Weathering, so vom Gewerk her. Und ja, wir sind auch schon wieder fast bei den 3 Stunden. Wir haben, eigentlich kann ich mir da einen Stempel machen oder einen Einspieler machen. Wir haben weniger geschafft, als ich gedacht hätte. Aber ich würde mal so sagen, so als Grundprinzip, also jetzt abgesehen davon, dass ich das Werkzeug ruiniert habe, könnte man eigentlich schon meinen, gut, es geht in die richtige Richtung. Man kann hier schon so sehen, dass man grundsätzlich mit diesem Prinzip, mit etwas mehr Übung, mit etwas mehr Überlegung und Geduld durchaus am Ende vielleicht eine Grogu-Jacke hinbekommen könnte, wenn das dann so funktioniert. Gut, ihr müsst ja nicht live jetzt hier abstimmen. Ich gucke mir das mal in Ruhe danach an. Auch die Leute, die das hier auf YouTube vielleicht sehen, das sind ja auch ein paar als Aufzeichnung. Gerne auch zum Discord-Kanal, der ist auch verlinkt in meinem Profil hier auf YouTube auch. Gerne auch jetzt noch, ihr habt 2 Wochen Zeit. Schreibt rein, womit wir weitermachen sollen. Wir können die Elektronik weitermachen. Das wäre dann als nächstes, dass wir die Servo Steuerungskarten noch an die ESP32-Platine bringen, damit man die seriellen Servos damit steuern kann. Weil den MP3-Player haben wir jetzt mit den Boxen gut verbunden. Wir können weiter nähen. Vielleicht ist ja die YouTube-Community oder die Aufzeichnungs-Community bei Twitch, hat ja vielleicht auch Interesse daran. Oder schlagt auch gerne ein anderes Thema vor. Also die Umfrage können wir uns angucken, aber wenn ihr irgendwie jetzt richtig scharf seid auf ein anderes Gewerk, wir haben ja jetzt auch noch, was hätten wir noch? Die Arme zusammenbauen, die Arme bemalen. Was fehlt uns denn noch? Wir sind ja nicht bei dem Grogu hier. Ich kann ja mal, das ist ja sozusagen der Blick in die Zukunft. Ich hole mal eben den Grogu-Körper, wie wir ihn bisher hier zusammengebaut haben. Also wir sind ja hier in unserem kleinen Grogu-Kurs sind wir aktuell bei diesem Zustand. Das heißt, wir haben jetzt hier die Mechanik für den Nacken soweit, dass man hier halt den Nacken bewegen kann. Ich kann es nochmal hier umschalten. Also wir sind ja jetzt hier an der Stelle, dass wir hier den Nacken haben. Wir haben den Lautsprecher, den kann ich ja auch nochmal holen, dass wir das alles nochmal sehen. So. Wir haben hier den Lautsprecher, der hier nach vorne vorkäme. Wir haben schon einen Teil der Elektronik, die jetzt hier hinten dran käme. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich, jetzt fehlen die Arme. Das sind ja jetzt die Nackenservos, die wir hier nur haben. Es
ja, die Elektronik, daran bauen wir ja noch. Die Stromversorgung würde fehlen, aber das ist jetzt ehrlich gesagt, die Stromversorgung, da brauchen wir, glaube ich, nicht abstimmen, weil das ist im Endeffekt Elektronik 2.0. Die Gewerke sind eigentlich das Gleiche. Also wenn wir jetzt die Stromversorgung machen, dann können wir auch die Elektronik machen. Das ist jetzt keine wirkliche Wahl. Ja, was haben wir denn noch, was fehlt? An sich, ansonsten, der Kopf ist ja fertig. Der Kopf ist ja im Endeffekt, ja, das ist ja, muss man ja sagen, der Kopf, den ich hier auf diese Figur gemacht habe, ist ja der Kopf, den wir gebaut haben. Das heißt, der muss dann, da sind wir, also das ist jetzt, der ist ja dann schon fertig. Bleiben dann eigentlich nur noch die Arme und dann wären wir ja eigentlich auch schon fertig mit der Figur. Das heißt, ja, also Jacke nähen, Arme machen, dran machen und auch zusammenschrauben, wobei das ist auch nicht so richtig spannend, das ist nur Servos zusammenschrauben, können wir aber machen, oder halt Elektronik. Also tobt euch aus, geht auf Discord, schreibt da rein, was ihr euch wünscht, schreibt auch gerne Tipps und Tricks rein, wenn ihr die Nähkönige seid, was ich falsch gemacht habe, was man besser machen könnte, was ich noch beachten kann. Also ich bin hier wirklich ganz, ganz junger Padawan und ihr habt ja gesehen, das Werkzeug habe ich eigentlich gar nicht verdient zum jetzigen Zeitpunkt. Ich müsste erstmal mir irgendwie ein paar YouTube-Videos oder ein Kassettenfernstudium oder ein paar Bücher dazu mal anschauen oder mal in einen Nähkurs gehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das fände ich wirklich gar nicht unspannend, mal so einen Nähkurs zu machen. Das ist, ich bin eigentlich angefixt bei dem Thema und eigentlich bereue ich es, dass ich hier so viel Zeit verliere, weil ich keine Ahnung habe. Und ja, also mal schauen. Also irgendwelche Tipps zum Nähen oder irgendwelche Vorschläge immer gerne her. So, genug gequatscht. Ich wünsche euch eine schöne Osterzeit. Oh, ich sehe gerade, bei Dura schreibt, gibt es ja bei der VHS, eine Freundin macht so einen Kurs. Ja, da bin ich mir sicher, dass es sowas gibt. Ich glaube, ich halte da mal die Augen auf, weil selbst wenn ich jetzt hier mit dem Grogu, mit der Jacke vorankomme und selbst wenn ich hier nur für jeden Ärmel eine Nadel ruiniere, dann ist ja trotzdem nicht so toll. Also ich bin echt, also auch bei, ich kenne das ja von den anderen Gewerken, also wenn ich jetzt hier Metallbearbeitung gemacht habe oder Holzbearbeitung, da habe ich mir tatsächlich auch ein Buch geholt, so ein, eigentlich so für die Maker, so Werkzeuge für Maker, wo dann wirklich auch nochmal so drin steht, wie man, dass man mit Holz arbeitet. Ich wusste gar nicht, also das sind viele Sachen, die ich gar nicht wusste. Mich immer gewundert, warum beim Holz, wenn ich durchgehe, oder was hat mich gewundert? Ich habe mich mal geärgert, dass wenn ich mit einer Holzplatte durchbohre, dass es natürlich dann unten immer ausfranselt. Und das war halt irgendwie etwas, wo ich gedacht, ja, das ist halt so. Und in dem Buch stand halt sehr früh drin, dass man ein sogenanntes Opferholz nimmt. Das heißt, man legt darunter eine Holzplatte, die einem egal ist. Und wenn man dann durchbohrt, dann verhindert die logischerweise, dass es ausbricht, weil das darin wird halt dann weitergebohrt. Und das sind halt so ganz viele kleine Tipps, die man so, wo man so mal als Anfänger, der das alles ignoriert und der einfach mal, ja, ich probiere einfach mal, wo man das halt wirklich, wo man dann wirklich schlechtere Ergebnisse und mehr Arbeit und sowas hat. Und deswegen bin ich eigentlich ganz dankbar. Nur über Nähen habe ich bis jetzt nichts gelesen, weil Nähen ist jetzt etwas, wo ich mir jetzt natürlich wieder gedacht habe, ach, hast du die Maschine verstanden, was ich ja noch niemals habe, dann wird das schon funktionieren. Scheint nicht so zu sein. Ich nehme das mal auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste für die nächste Zeit, dass Nähen etwas ist, was ich auf jeden Fall noch ein bisschen intensiver erlernen möchte. Und zwar aus Profihand, dann entweder schriftlich oder per Bild und Video oder vielleicht sogar in einem Kurs. Gut. Dann nochmal die Abmoderation hier. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest. Ist ja heute Karfreitag und kommt gut in die nächste Woche, die auch kurz ist. Ist ja dann auch Ostermontag. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in 2 Wochen hier wieder am Freitag, wieder 21 Uhr. Und bis dahin macht's gut und wie gesagt, schöne Osterzeit.